herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Tickle-Stammtisch, eurem Audio-Podcast für Comic-Inhalte. Und ihr wisst, hier gibt es nicht nur regelmäßig Interviews, wie wir sie auch im nächsten Monat wieder haben werden und wie wir sie in den letzten Monaten auch regelmäßig hatten. Wir haben ja auch ganz oft, ich möchte meinen Meta-Themen, Themen, die irgendwie von allgemeinem Interesse für die Comic-Szene sein könnten oder auf jeden Fall sind, das ist reine Interpretationsfrage. Und da haben wir auch schon eine Menge tolle Sachen hier gemacht. Ich möchte erinnern unter anderem an den Talk Die Zukunft des Comics. Da haben wir mit erlesenen Gästen über ja, ein bisschen so die Zukunft des Mediums gesprochen und ein bisschen spekuliert, einen Blick in die Kristallkugel gewagt. Und auch heute ist wieder der Moment gekommen, wo wir uns allgemein über ein recht allgemeines Thema, wenn ihr mal in die ja, Beschreibung dieser Episode schaut, könnt ihr schon erahnen, welches es sein könnte, uns einem Thema nähern wollen, das ein bisschen allgemeinerer Natur ist. Nämlich die Frage, Mainstream im Comic, was ist das eigentlich? Das ist ein bisschen abstrakt und ein bisschen groß. Und ich möchte kurz erläutern, wie es eigentlich auf das Thema kam und warum ich denke, dass gerade die Gäste, die heute hier mit in der Runde dabei sind, genau die richtigen dafür sind. Ich saß in Erlangen abends bei den Jungs vom Comic Festival. Da gab es natürlich, wie das bei den Jungs vom Comic Festival so ist, auch ein bisschen Bier. Die haben da ihre Ausstellung, ihre Gang-Ho-Ausstellung eröffnet und das war alles ganz schön und man kam so zusammen. Und ich saß da neben einer Person, mit der ich schon ein paar Mal mich unterhalten habe und sie gilt so ein bisschen, ohne jetzt Namen zu nennen, als eher konservativer Vertreter der Comic-Szene. Und wir kamen so ein bisschen auf die Frage zu sprechen, wer eigentlich das Zielpublikum in Erlangen sein könnte, wer hier angesprochen wird und wer vielleicht auch eben nicht. Und diese Person meinte, dass das eine Veranstaltung wäre, die tendenziell eben nicht mehr eine breite Masse ansprechen würde, weil sie nicht mainstreamig genug wäre. Hier wäre nichts mit Batman, hier wäre nichts mit den großen Franco-Belgiern und es wäre generell auch nicht so familienorientiert, denn das Ganze wäre ihm oder ihr zu Azi-Fazi, möchte ich es nennen. Also es waren natürlich da diverse Ausstellungen dabei, die so ein bisschen auch eine Indie-Comic-Szene repräsentieren, die jetzt auch, und wir haben es dann auch gesehen bei der Max-und-Moritz-Preisverleihung, sich tendenziell einem eher alternativen Comic-Publikum annähern. Das könnte man auf jeden Fall so auffassen, wenn das nicht insgesamt eine Riesenveranstaltung wäre, die meines Erachtens sehr viel Abwechslung bietet. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass da jetzt vielleicht, keine Ahnung, beispielhaft die Asterix-Ausstellung gefehlt haben mag. Und das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, darüber nachzudenken, okay, Comic-Mainstream, was kann das eigentlich sein? Hat der Comic-Mainstream sich im Laufe der letzten Jahre geändert? Wenn ja, in welche Richtung? Was ist überhaupt wirklich dieser Comic-Mainstream und an welchen Punkten wollen wir das alles so festmachen? Ja, und dann kam so ein Gedanke zum anderen und auch genau diese Gedankengänge, die wollen wir heute ein bisschen erörtern mit verschiedenen Aspekten und bei allem auch Blickwinkeln füttern und ich hoffe und ich bin mir sehr sicher sogar, dass ich dazu genau die richtigen Menschen gefunden habe. Wir begrüßen heute hier in der Runde eine von zwei Geschäftsführerinnen der Comics-Buchhandlung aus Hannover. Wir hatten die gute Frau schon bei uns zu Gast zu genau diesem Talk, nämlich das waren die Zukunft des Comics und auch da hatte sie schon wirklich viel, vor allem, ich sag mal, auch wenn ich den Begriff so gar nicht mag, aber letztlich von der Front zu berichten, denn sie ist genau vorne mit dabei, wenn es darum geht, dem Publikum, den Endkunden Comics aller Art zu verkaufen und hat da natürlich, zumindest was ihr Geschäft angeht, einen sehr guten Überblick, ja letztlich, was da gut geht und was eben nicht so gut geht und was vielleicht Mainstream sein könnte und was auch eben nicht. Ich begrüße herzlich in der Runde Katinka Kornacker. Hallo. Hallo. Dann gibt es jemanden, wenn man regelmäßig mal Podcasts hört oder generell Interviews auf zum Beispiel YouTube oder so, der da doch wirklich einige Interviews in letzter Zeit gegeben hat. Und ich sag's mal so, ich glaube, ich habe bei jedem Interview wahnsinnig viel gelernt. Das ist jemand, der ist in der deutschen Verlagsszene wirklich gut rumgekommen. Er hat vor allem im Bereich Manga wahnsinnig viel Grundarbeit geleistet, also Aufbauarbeit geleistet. Und ich glaube, egal mit welchen Menschen man aus der vor allem Manga-Szene spricht, niemand hat er nicht in irgendeiner Form auch ein positives Wort zu ihm verloren. Er ist aktuell Verleger eines der aufstrebendsten und mir bekanntesten Manga-Verlage. Er ist bei Ultraverse der Chef und ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Dr. Joachim Kaps, hi. Hallo, ich weiß nicht, ob ich bei der Einleitung noch irgendein Wort rauskriege, aber wir werden es herausfinden zusammen. Und zu guter Letzt jemanden, den ich auch, genau wie die Katinka, auch treffen durfte in Berlin zum Beispiel, denn da war vor nicht allzu langer Zeit die Comic Expansion einer ersten Comic-Konferenz, die ja steuergeldfinanziert war. Der Deutsche Comicverein hat dort was im Literarischen Kolloquium Berlin gestartet und wir haben uns getroffen, wir haben genetzwerkt und wir haben überlegt, wie könnte es weitergehen mit dem deutschen Comics und dafür viele tolle Ideen gesammelt. Er war Teilnehmer dieser Runde und auch wenn wir da jetzt nicht direkt miteinander zu tun hatten, ist er mir in vielen anderen Belangen auch schon aufgefallen, unter anderem
dann eben auch als zum Beispiel Moderator beim Comic-Salon Erlangen und vergleichbaren Veranstaltungen. Ich freue mich auch sehr, dass er heute da ist, denn er ist vor allem auch als Journalist bekannt und er ist vor allem auch bekannt für Ranglisten, die ja letztlich so Comic-Ranglisten aus dem vor allem Buchmarkt, aus dem Buchhandelsmarkt, also aus den Buchgeschäften, die diese widerspiegeln. Ich hoffe, ich habe das ungefähr richtig wiedergegeben. Ich freue mich auch sehr, dass er heute da ist und die harten Zahlen und Fakten nennen kann. Hallo und herzlich willkommen, Martin Jurgeit. Ja, hallo. Und das passt schon so einigermaßen. Ungefähr. So, puh, Glück gehabt. Fantastisch. Ja, wir werden uns heute der Frage nähern, was könnte Comic Mainstream eigentlich sein, was vielleicht auch nicht und unter welchen Punkten geht man da ran und was mache ich, wenn ich nicht so genau weiß, wie ich was definieren soll? Ich mache mal den Duden auf und auf der Seite des Dudens steht, Mainstream wäre die vorherrschende gesellschaftliche und kulturelle oder ähnlich Richtung und oft würde Mainstream auch in einem gewissen Rahmen abwertend genutzt werden. Das ist alles, was ich zu Mainstream effektiv inhaltlich so quasi beitragen kann. Und deswegen frage ich auch jetzt reihum mal in die Runde aus euren jeweiligen Perspektiven, angefangen mal bei der Katinka. Sag mal, Comic Mainstream, das kann ja alles und nichts sein. So bei dir aus dem Verkauf, woran würdest du aus dem Bauch raus Comic Mainstream festmachen? An Verkaufszahlen? Ja, an Verkaufszahlen und ob ich tatsächlich aktiv an dem Kauf überhaupt betätigt war. Also das bedeutet, dass die Leute ohne Beratung das Ding kaufen. Also reinkommen, greifen, kaufen. Weil sie inspiriert worden sind von diversen anderen Möglichkeiten wie Film oder Fernsehen oder sowas. Und würdest du sagen, dass das tendenziell sehr viele Leute sind? Also von den, wenn du es ungefähr einschätzen müsstest, sind die Verkäufe, die es bei euch im Laden gibt, vor allem geprägt durch diese Mainstream-Käufe, wie du sie gerade beschrieben hast, oder durch die individuelle Beratung? Nein, zum größten Teil sind das die Mainstream-Käufe, also die große Summe machen. Joachim, wie ist da deine Perspektive? Denn wenn wir von ja letztlich auch mal deiner Expertise aus der Verlagslandschaft das so ein bisschen sehen wollen, dann könnten man die Frage des Mainstreams ja auf vieles runterbrechen. Ist Mainstream das, was von den großen Verlagen kommt? Oder eben wirklich das, was sich am meisten verkauft, das, was am meisten beworben wird? Wie ist so aus dem Bauchhaus da deine Einschätzung? Also ich denke, es gibt ja tatsächlich eine Definition für diesen Begriff. Das hast du ja auch versucht herzuleiten, dass es eben der Hauptstrom ist, wenn man sich nicht in Anglizismen ergehen will. Mhm. Und das ist bei Comics ehrlich gesagt ein Thema, was permanenter Wandlung in meiner Wahrnehmung unterlag. Deswegen war ich auch so gespannt darauf, hier teilzunehmen. Denn ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo Comic noch Kiosk-Comic war und wo man wahrscheinlich für vieles alleine von den Auflagen her viel eher vom Mainstream hätte reden können, als man das vielleicht heute kann. Also die alten großen Pressecomics. Bin dann beruflich in einer Zeit in den Comicmarkt reingeraten, wo man sich gewünscht hätte, es gäbe den Mainstream noch, weil wir ja durchaus vor 25, 30 Jahren keine so satte Situation hatten, was Comics in Deutschland anging, wie wir sie jetzt haben. Was ein bisschen auch daran lag, dass die Comicbranche ganz gerne damals eigentlich aus diesem Mainstream raus wollte. Also die ganze Diskussion um Comics müssen Kunst sein und Mainstream ist bad. Du hast ja auch schon angedeutet, manche Leute finden Mainstream abwertend. Und dann habe ich bei Carlsen damals eigentlich im Wesentlichen mich damit auseinanderzusetzen gehabt, wie man den Comic zurück in den Mainstream führt. Und das hat ehrlich gesagt so meine letzten 25 Jahre sehr geprägt. Also du siehst schon, eine einfache Antwort kriegst du dazu von mir nicht. Es ist ganz lustig, dass heute nach all den Jahren plötzlich ich wieder überall über Artikel stoße, wo es heißt, jetzt sind Manga Mainstream oder manchmal auch die ganzen Comics. Und ich es eigentlich so lustig finde, diese Kurve zu verfolgen, dass es das halt eigentlich mal alles ja so anfing, dass es eine ganze Zeit gab, wo man das gar nicht sein wollte. Und jetzt plötzlich wollen es wieder alle sein. Und was das genau bedeutet, darüber können wir ganz wunderbar in den nächsten anderthalb Stunden noch weiter philosophieren. Das werden wir garantiert tun, denn da spiegelt sich schon auch vieles wieder, was ich so in der Vorbereitung ja letztlich so an Erkenntnissen hatte, dass die Frage, was so subjektiv eigentlich Mainstream ist, das ist irgendwie was, das kann man gar nicht so beantworten, weil da glaube ich viele auch durch verschiedene Filter gehen, wenn sie diese Frage beantworten und auch Dinge ausblenden und da auch zum Beispiel ganz klassisch eine Trennung auch zwischen, na klassisch ist auch falscher Begriff, aber eine ganz klare Trennung zwischen Comic und zum Beispiel Manga vornehmen.
ob das alles sinnvoll ist und ob das in irgendeine Richtung führt, die wir heute auch haben, das werden wir noch sehen. Ja, und dann haben wir den Martin. Martin, du hast ja nun auch wirklich den Überblick, was diese Verkäufe im Buchhandel angeht. Und würdest du sagen, dass diese Zahlen, auf die du da gerne nochmal zu sprechen kommen kannst, dass die geeignet sind, die Frage zu beantworten, was eigentlich Mainstream ist? Also ein Stück weit auf jeden Fall. Und vor allen Dingen bringen diese Zahlen auch dann am Ende doch ein bisschen mehr Klarheit auch. Also man muss sich auch überlegen, wie man diese Zahlen sich immer anschaut. Beispielsweise haben wir beim Buchreport regelmäßig immer so Jahresbestsellerlisten oder auch Rankings nach Umsatz bei den Verlagen etc. Aber was ich besonders eindrucksvoll gesehen habe, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, nach echten Stückzahlen verkaufen, und zwar über die Gattungen. Und da hatten wir jetzt im letzten Jahr halt wirklich die Situation, dass im Buchhandel über 80% aller verkauften Comics nun mal Mangas sind. Und das, finde ich, macht dann halt schon sehr deutlich, was das eigentlich bedeutet. Ich fand das zum Beispiel sehr süß, als du eben von deinem Gespräch einführend erzählt hast in Erlangen. Und da hatte ich dann so das Gefühl, okay, also Erlangen repräsentiert halt wirklich auch nur etwa 10% vielleicht des Marktes, des Buchmarktes mit Comics. Und als du dann aufgezählt hast, was da dein Gesprächspartner gerne auch noch gehabt hätte, da habe ich dann gesagt, ja, okay, dann könnte man vielleicht sogar auf 20% kommen des Marktes, dass der stattfindet in Erlangen. Aber dann wären halt 80% immer noch nicht dabei gewesen. Ich würde allerdings sagen, wenn ich an Comic und Mainstream denke, dann sind es gar nicht mal nur die Comics, die es halt im Buchhandel gibt. Also man müsste, finde ich, da doch schon auch nochmal weiter gucken. Zum einen gibt es natürlich weiterhin jede Menge Kindercomics, insbesondere am Kiosk. Dieser Kioskmarkt ist natürlich nicht tot. Er ist insbesondere seit 2010 geschrumpft, stark geschrumpft, keine Frage. Aber das hängt halt auch damit zusammen, dass wir einfach viel weniger Kinder und junge Leute haben. Das ist halt auch ein großes Problem für Verlage wie zum Beispiel Egmont. Aber es gibt halt diese verschiedenen Studien, Kindermedienmonitor etc., die immerhin aussagen, dass gut 50% der Kinder weiterhin zu Kindercomic-Magazinen greifen. Man findet die vielleicht ein bisschen seltsam teilweise. Also ich selber bin ja auch Vater von kleinen Kindern und man muss sich da an manches auch erstmal gewöhnen und fände es halt toller, wenn die alle nur die Kinder Donald Duck Sonderheft, tollste Geschichten lesen würden oder so. Aber es gibt da halt auch vieles andere. Aber das sind halt immer noch 50% der Kinder, die so etwas lesen. Und das ist für mich natürlich auch Mainstream. Oder man sollte auch über sowas reden wie den Zeitungscomic, der ja gerade in den letzten 10, 20 Jahren sich sehr, sehr prächtig entwickelt hat. Also man denke nur mal an Nomi Fern mit den Berliner Schnuppen im Tagesspiegel. Also wenn sie da ihren Tagestrip vorlegt, sie macht das ja 6-mal die Woche, dann ist da diese neue Folge dort in der Stadt, in großen Teilen der Bevölkerung Stadtgespräch. Ob die Leute das jetzt online lesen, dort in dem Newsletter vom Tagesspiegel oder in der gedruckten Ausgabe. Aber es wird halt wirklich von Zehntausenden, wenn nicht sogar von Hunderttausenden gelesen dort in der Stadt. Das ist für mich natürlich in Berlin zumindest auch absoluter Mainstream. Oder man denke weiterhin an die ganzen Werbemagazine, an Sachen wie Lurchi, wie Knacks, was ein Millionenpublikum hat. Oder beispielsweise Sascha Wüstefelds Mackie in der Hör zu. Das alles erreicht natürlich irrsinnige Leserzahlen, also die wir uns so gar nicht vorstellen können, wenn wir über die Zahlen auch im Buchhandel reden. Also das komplett auszublenden, wäre meiner Meinung nach auch ein Problem. Das ist natürlich ganz interessant, dass du gerade jetzt über das Thema Reichweite dann ja auch letztlich gehst. Du hattest jetzt viele Sachen genannt, beispielsweise diese Kindermagazine, die ja, ich glaube, Blue Fire heißt einer dieser Verlage, der da, glaube ich, auch marktführend sein dürfte. Ah, du meinst Blue Ocean wahrscheinlich. Blue Ocean, ja genau, okay. Ne? Die dann da auch wirklich deutlich mehr machen, als man vielleicht gemeinhin so auf dem Schirm hat als gemeiner Comic-Fan, weil da natürlich dann auch diese ganzen, ja wirklich diese Magazine, die halt im Supermarkt auch rumliegen und so. Und dann ist da eben auch, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal eine Marke, ich weiß nicht, ob das Ninjago ist oder Bibi Blocksberg, aber das wird dann schon zugegriffen und da verdienen ja auch tatsächlich nicht wenige Menschen gutes, regelmäßiges Geld auch mit. Und das stimmt, das ist interessant, daran kann man es auf jeden Fall, kann man da auch einen Ansatz finden.
Und also nur ein Beispiel noch, also Blue Ocean macht ja diese Playmobil-Comics, die gibt es innerhalb Europa zu kaufen auch. Also das ist auch nicht mal nur ein deutsches Phänomen, sondern von Deutschland aus werden diese Comics innerhalb Europa gedruckt. Selbst Frankreich ist mit diesen Playmobil-Comics gepflastert. Mhm. Wenn ihr könnt, seid ihr immer herzlich eingeladen, da auch mal einzusteigen und entsprechend vielleicht auch Vergleiche oder Erfahrungen mit einzubringen. Jetzt hatten wir zum Beispiel, hatten wir erwähnt, von 80% sind wohl scheinbar jetzt hier im Buchhandel durch den Manga-Verkauf geprägt. Ich habe vor kurzem eine Info gefunden auf comicsblog.fr, dass in Frankreich sind das 57% inzwischen, die den Comicmarkt da ausmachen. Wenn man sich also nur die reinen Verkäufe anguckt, das sind noch so Zahlen, jo, die machen dich doch bestimmt stolz, oder? Naja, ich habe die Sachen ja nicht gezeichnet, sagen wir mal. Also es macht mich zufrieden, vielleicht nicht stolz. Stolz würde bedeuten, dass ich der Meinung bin, dass das jetzt irgendwie meine Schuld sei, dass Manga irgendwie boomt. Das glaube ich weniger. Ich durfte da halt ein bisschen auf dem Schiff mitreisen jetzt die ganzen letzten Jahre. Was daran tatsächlich schön ist und was ich vorhin meinte, ist, dass wir einen Punkt erreichen und auf den habe ich lange gewartet und das geht über alle Genres. Ich bin ja eigentlich gar nicht der Manga-Man, auch wenn das immer alle denken. Ich bin ja eigentlich mal zu Carlsen gegangen, weil ich dachte, ich mache Schlümpfe und Tim und Struppi und all diese Sachen. Und dann gibt es im Leben halt manchmal Dinge, die anders werden und wenn man ein bisschen neugierig ist, lässt man sich auf die ein. Aber dass dieser Punkt in der aktuellen Diskussion auf einmal erreicht wird, dass alle auf einmal Mainstream sein wollen, oder vielleicht nicht alle, aber dass das auf einmal als in gilt. Und da schließt sich der Kreis zu deiner Erlangen-Debatte und auch zu dem, was Martin gesagt hat. Und das finde ich halt super spannend, weil ich bin ja nun uralt und als ich als junger Bursche auf die ersten Comic-Salons fuhr, gab es ja noch den Versuch, diese Szene zusammenzuhalten. Also wenn wir über das heutige Erlangen reden und das frühe Erlangen, das hat ja gar nicht so viel miteinander zu tun. Denn wenn man in die allerersten Veranstaltungen guckt, da waren tatsächlich Leute wie Condor und Bastei noch mit Ständen irgendwie unterwegs und wollten Teil dieser Comic-Bewegung in Deutschland sein. Und dann kam dieses Naserümpfen, was du vorhin schon so ein bisschen angedeutet hast und einen bestimmten Kurswechsel auf Dauer den Erlangen genommen hat, jetzt so als das alte Flaggschiff dieser Szene. Und nach verschwanden die, weil sie das Gefühl haben, das ist nicht mehr ihr Platz. Und dann hatten wir eine ganz, ganz lange Zeit, wo tatsächlich diese Bereiche getrennt waren. Und es gab vielleicht auch gute Gründe, warum das so sein musste, weil dann kam diese ganze Szene auf, die Geschichte der Comics und Ästhetik der Comics und all diese Dinge an sich diesen Sachen abgearbeitet hat, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten, dass sie Comics cool fanden und ja irgendeinen guten Grund brauchten, warum man das trotzdem tut. Und dann kamen diese ganzen Debatten auf. Entschuldigung, ich verkürze manchmal in der Darstellung meiner Sicht der Dinge. Aber es gab diese Legitimationsdebatten, wie ich sie im Nachhinein nenne, an denen ich sogar selber mit teilgenommen habe, wo man immer dachte, das muss jetzt irgendwie Kunst sein, damit man sich da weiter mit beschäftigen kann. Und immer mit so einem schlechten Gewissen dem Kiosk-Comic gegenüber und vielleicht auch dem heutigen Playmobil-Heftchen, was ja immer so durchklingt, wenn Branchenvertreter aus dem Buchbereich über solche Projekte reden. Und eigentlich halte ich das halt, diese Trennung erstmal generell für komplett falsch, denn man hat damit eine Weile den Comic im Buchhandel auch beinahe an die Wand gefahren, weil er dann so schön werden sollte, dass irgendwann ein breites Publikum sich dafür nicht mehr interessiert hat in dieser Kunstwerdung, in diesem Prozess, weil den gar nicht alle mitgehen wollen und weil ich glaube, man auch niemanden zwingen kann, das alles genauso zu sehen, wie so ein Kern der Comicbranche das eine Weile sehen wollte. Und das, finde ich, verändert sich in den letzten Jahren in meiner Wahrnehmung auf eine ganz positive Weise, dass man nicht mehr diese, es hat ja auch immer ein bisschen was mit Arroganz gegenüber dem breiten Publikum zu tun in dieser Abgrenzungsdebatte, warum man irgendwas nicht will oder der Meinung ist, andere sollten doch was anderes lesen. Martin hat es ja eigentlich auch schon angedeutet, dass er sich eigentlich wünscht, dass sie das gute Donald Duck Heft und nicht das Schundige, was immer sie dann mitgenommen haben, am Kiosk einstecken. Und ich hatte immer so die Position, überlass das doch einfach den Kids, die werden schon wissen, was ihnen gefällt. Also nicht im komplett freien Raum, damit ich auch da nicht falsch verstanden werde. Natürlich ist es sinnig, dass man mit erzieherischen Vorstellungen daran geht, was seine Kinder lesen. Aber ich glaube, das ruckelt sich auch in den kindlichen Augen irgendwann aus. Und was an Manga für mich so faszinierend war, ist, dass das Manga von der ersten Stunde etwas war, was der Buchhandel eigentlich gar nicht wollte. Also ich rede jetzt nicht von großartigen Comic-Händlerinnen wie Katinka,
die immer ein sehr gutes Gespür, finde ich. Nein, muss man ja immer auch mal sagen. Es gibt ja auch immer die Gegenbeispiele, die mir ein gutes Gespür dafür hatten, zu sagen, hey, ich beobachte den Markt, gucke, was los ist. Und was ich zu Hause lese, ist das eine. Und was ich mit meinem Laden mache, ist das andere. Aber es gab bei Manga zum Beispiel diesen krassen Widerstand. Und Manga ist einfach ein tolles Beispiel für mich immer dafür gewesen, dass ein Publikum sich nach und nach seinen Raum in den Regalen erkämpft. Gegen viele, die das gar nicht wollten. Und jetzt mittlerweile an so einem Punkt angekommen ist, wo jetzt alle dabei sein wollten, auch die, die es lange Zeit nicht wollten oder welche, die es vorher nicht verstanden haben. Also dass ein solcher Prozess, dass Leser heute eine Macht haben, auch diese ganzen, ich nenne die immer Torwächter der Branche, die anderen vorschreiben wollen, was jetzt, wo es jetzt lang geht, diese Torwächter zu überwinden und sich da einfach ihr Feld zu erkämpfen. Und das finde ich eigentlich eine tolle Geschichte. Und das war das, was mich an Manga immer fasziniert hat. Ich bin ja auch ein alter Fix- und Foxy-Leser von Haus aus mal gewesen und bin durchaus dem Mainstream verpflichtet auf eine Art. Weil ich einfach denke, ja, ich meine, lass die Leute das doch machen. Und wer ist eigentlich die Instanz, die darüber entscheiden darf, was man im Kino guckt, was man liest und all das? Natürlich dürfen wir alle stundenlang darüber debattieren, was wir persönlich gut finden. Aber ich fände es halt immer schön, wenn man den anderen die Freiheit lässt, was anderes gut zu finden. Und dafür habe ich eigentlich versucht, so in meiner Zeit in dieser Branche immer zu arbeiten. Katinka, wenn ich den Jo jetzt richtig interpretiere, dann nimmt er wahr, dass es gab oder gibt irgendwie so eine Art Trennung zwischen, ich sag mal, Kunst im Bereich Comic und halt vielleicht einer gewissen Masse. Ja, also, dass wir halt Sachen haben, auch beispielsweise auch an den Universitäten, das ist auch so ein offenes Geheimnis, dass wenn du da mit einem Manga einen Abschluss machen willst an der Kunsthochschule, bist du unter Umständen halt echt am falschen Ort, weil da einfach die Strukturen in der Form nicht da sind und das Verständnis auch vielleicht und na, eben das also nicht so supported wird. Ist das bei dir im Laden manchmal auch so, dass Leute reinkommen, wollen was kaufen und sich vielleicht sogar schämen dafür, dass sie dich das fragen? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber ich möchte ganz klar dann nochmal darauf zurückkommen, dass Mainstream inzwischen auch eine gewisse Form von Coolness hat. Manga lesen gehört inzwischen sehr doll dazu in einer bestimmten Altersgruppe. Und ich habe in meiner ja doch auch schon sehr langen Karriere als Comic-Händlerin immer wieder beobachtet, dass Kinder zwar ganz gerne mal zu Comics greifen, aber es in Deutschland immer so ein Break gab. Das hieß, die haben dann einfach Comic als kindisch abgestuft, die Jugendlichen, und haben ganz selten überhaupt wieder angefangen zu lesen. Und Manga ist Gott sei Dank endlich mal ein Weg, wo die Leute dabei bleiben. Die lesen einfach nur andere Inhalte. Sie greifen aber weiterhin in der Richtung Manga, und dann kann man ihnen auch gerne mal was zeigen, was mal in andere Richtungen geht. Und die sind sehr viel offener, was das Genre Comic überhaupt, das Medium Comic überhaupt angeht. Und die Beobachtung, dass in den Unis tatsächlich ausschließlich künstlerische oder ja eben nicht Manga gezeichnet wird, das empfinde ich überhaupt nicht so, weil ich glaube, die Studenten und Studentinnen sich heutzutage extrem vom Manga-Style beeinflussen lassen. Das heißt, wenn man deutsche Comiczeichnerinnen die Seiten anschaut, dann ist da immer ein Einfluss vom Manga-Style zu finden. Mhm. Das glaube ich sofort. Ich habe einfach unterschiedliche Sachen gehört. Ich glaube, an der klassischen Kunsthochschule, glaube ich, ist es weiterhin eher ein konservativer Blick. Aber an, sage ich mal, allem, was so Richtung Design, Kommunikationsdesign geht, da werden vermutlich diese ganzen mit dir genannten Punkte eine wesentliche Rolle spielen. Wäre jetzt ein Interpretationsansatz. Ja, also auch bei den Kunsthochschulen, wenn ich da vor allen Dingen an Studienzeitschriften denke, die dann veröffentlicht werden zu ihrem Diplom oder ja, zu ihrem Master, dann ist da, ich würde sagen, zu 80% auch ganz klassische Stilelemente vom Manga zu erkennen. Auch wenn es meinetwegen inhaltlich jetzt sehr künstlerisch ist. Das wäre dann ja quasi die Perspektive der Artists, also der Kreativen hinter den Comics und deren Einflüssen, beziehungsweise was die machen. Und das spiegelt sich dann auch in der Form in den Abverkäufen bei dir wieder. Oder ist das eher nicht der Fall? Also die Abverkäufe sind
Ja, wie gesagt, es ist halt bei mir sehr, sehr unterschiedlich, weil ich einfach versuche, meinen Laden so offen wie möglich für alle Käufer und Käuferinnen zu gestalten. Das bedeutet, sie haben alle ihre Bereiche. Und sicherlich ist der Manga-Bereich einer der größten, aber das liegt natürlich auch an der Vielfalt der Veröffentlichungen und der Anzahl der Veröffentlichungen, die da jetzt monatlich rauskommen. Das muss ja auch einfach Platz finden. Und dann habe ich natürlich aber auch zum Beispiel den amerikanischen Bereich. Und für viele ist es einfach selbstverständlich, ein Spider-Man-Heft mitzunehmen. Und das seit Jahrzehnten. Es ist einfach so, man liest einfach Spider-Man weiter. Also ein Beispiel halt. Und ich würde jetzt so gar nicht behaupten wollen, dass da die Zahlen so große Unterschiede machen. Also, aber im Manga-Bereich habe ich natürlich definitiv mit die größten Abverkäufe zurzeit. Ja, auch da finde ich mich in den Statistiken wieder. Ja, und dann ist so ein bisschen die Frage, die jetzt letztlich auch rauskam bei dem, was der Jo gemeint hatte, und da möchte ich gerne mal auch mal deine Meinung wissen, Martin. In eines dieser Gespräche in Erlangen, und das ist letztlich auch ein Gespräch, das ich vor kurzem noch mit dem Igor vom Comic Festival München im Interview geführt habe, die hätten, glaube ich, alle schon grundsätzlich ziemlich gern, auch nicht wenige, am besten alle Manga-Verlage vor Ort, und die hätten gern auch namhafte Comic, also Manga-KünstlerInnen und Künstler, aber unter Umständen müssen die gar nicht nach Erlangen und München kommen, weil da A, eventuell gar nicht das Publikum für die da ist, sondern eben ein Publikum, das andere Sachen sucht. Und B, der Manga natürlich und die Manga-Verlage inzwischen einfach eigene, riesengroße, sehr erfolgreiche Veranstaltungen haben. Und die Perspektive vielleicht eher so rum ist, dass die, ich sag mal, den Comic gar nicht mehr nötig haben. Es tut mir echt im Herzen weh, diese Unterscheidung überhaupt so radikal machen zu müssen. Und sie ist auch wirklich sehr aggressiv auch genutzt. Ja. Aber letztlich will ich schon wissen, ob sowas wie Manga überhaupt noch bei Erlangen reinpasst. Martin, du hast da ja nun auch ja Veranstaltungen schon auch moderiert und hast da auch einen guten Einblick. Du nimmst die regelmäßig wahr. Wie ist da deine Perspektive? Ich habe tatsächlich mal versucht, dafür zu kämpfen, dass es gerade auch in den Anfangsjahren dessen, was wir jetzt vielleicht als Manga-Boom wahrnehmen, auch Manga dort gibt. Also ich weiß zum Beispiel, kann mich gut erinnern, in Erlangen, ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war, es müsste 2006 gewesen sein, weil damals die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland war, da war der Conan-Zeichner zum Beispiel da. Und der kam deshalb halt, weil in Nürnberg Japan spielte. Das war halt das Tolle und da konnte man ihn damit ködern, dass er dort das Fußballspiel sehen konnte auch. Und damals kamen wirklich sehr, sehr viele Manga-Fans explizit nach Erlangen. Und da hat man gesehen, dass es schon eine Möglichkeit gegeben hätte, auch dieses Publikum ein Stück weit umzulenken, sag ich mal, nach Erlangen. Aber es stimmt, dass dann spezieller aufgestellte Veranstaltungen, Animagic, Konichi, dann Erlangen den Rang abgelaufen haben. Und dann jetzt in den letzten Jahren natürlich insbesondere auch die Leipziger Buchmesse, die eine Zeit lang ziemlich gekränkelt hat und dann aber alles auf eine Karte gesetzt hat und eine ganze Halle, wenn man so will, größtenteils dem Manga freigeräumt hat und dort halt jetzt um die 100.000 Besucher hat. Allein diese Dimension von Leuten, also wenn man die jetzt nach Erlangen umschleusen würde, dann würde, glaube ich, dort die Stadt explodieren. Also das geht auch gar nicht technisch. Also das wäre gar nicht vorstellbar. Es gibt allerdings, wie ich meine, schon verschiedene Möglichkeiten, wie man Manga integrieren könnte in ein Festival wie Erlangen. Ich fahre beispielsweise auch seit vielen Jahren regelmäßig nach Angoulême, nach Frankreich. Und Angoulême, wie ich es kennengelernt habe, so Ende der Nullerjahre, ähnelte sehr stark noch im Zuschnitt dem, was wir in Erlangen kennen. Und in den letzten Jahren hat Angoulême jetzt angefangen, ganz, ganz stark auf Manga zu setzen. Und zwar auch nicht nur auf Mainstream, auch Mainstream-Manga findet dort statt, aber auch speziellere künstlerische Sachen oder dass man sich historischen Themen dort eher annähert und explizit Kunstausstellungen mit Mangas macht. Und das ist etwas, was die Japaner sehr gutieren in den letzten Jahren und dort in einer Weise aktiv werden, wie man das wahrscheinlich kaum
kaum jemals für möglich gehalten hätte außerhalb Japans. Und das wäre meiner Meinung nach auch ein Ansatzpunkt, den ich mir in Erlangen sehr gut vorstellen könnte. Denn Manga ist natürlich auch eine riesen Palette in der Breite. Also da gibt es ja nicht nur, sag ich mal, den absoluten Mainstream-Shonen-Manga, sondern für deutsche Verhältnisse ist ja schon so etwas wie Urasawa schon etwas deutlich Spezielleres, was dann nur irgendwie Kenner im großen Stil anspricht. Aber solche Themen, finde ich, wären dann in Erlangen sehr, sehr gut aufgehoben und müssten dort meiner Meinung nach auch zwingend in den nächsten Jahren eingebaut werden. Jetzt muss ich mich ereifern, weil das ein Thema ist, das mir sehr, sehr ans Herz geht und weil ich gerade was Erlangen angeht, also es klang ebenso, als wären die Manga-Verlage auf Conventions gegangen, weil die, weiß ich nicht, mehr Publikum haben oder fokussiert darauf sind und deswegen bräuchten sie Erlangen nicht mehr. Ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe Manga, möchte ich sagen, dem Erlanger Festival geradezu hinterhergetragen über Jahrzehnte und in der Regel mich immer darüber gewundert, wieso das da keinen interessiert. Wir sind in den Zeiten, als ich Tukipop geleitet habe, regelmäßig nach Erlangen gegangen, haben Stände gebucht, weil ich halt ein alter Mann bin und sentimental und ich in Erlangen sein wollte. Wir haben Künstler aus Asien geholt, also nach dem Conan-Zeichner. Wir hatten aus China Benjamin irgendwann da mit sehr großartigen Sachen, die er gemacht hat zu der Zeit. Wir haben den Zeichner von Bloodlet nach Erlangen geholt und. Also wir haben wirklich versucht, Teil von Erlangen zu sein. Das Problem war immer, dass das Festival einem das Gefühl gegeben hat, dass das gar keiner will. Was ich damit meine ist, und das ist ein bisschen, glaube ich, das, was Martin andeutet, was Angoulême gerade geht, den Weg, um Gäste zu haben, sollte man den Gästen auch das Gefühl geben, dass man, wie gesagt, sie einlädt zu dem Fest. Und das tut Erlangen, was das Manga-Thema angeht, tatsächlich einfach nicht. Es gibt keinerlei aktive Bemühungen. Wenn wir versucht haben, Konzepte an Erlangen heranzutragen, sind wir in der Regel irgendwo im Nichts geendet oder haben dann halt immer mitbekommen, dass der Teil, der halt klassisch in Erlangen zu Hause ist, sämtliche Ausstellungsflächen und alles, was an Veranstaltungen ist, eigentlich schon aus sich heraus spielt. Also kurzum, das Festival ist da einfach nicht offen. Und solange der Veranstalter nicht offen ist, werden sich jetzt Verlage, die sich in dem Bereich spezialisieren, sagen, okay, die wollen uns gar nicht, also gehen wir halt nicht hin. Das halte ich für die eigentlich fatale Geschichte in Erlangen. Und Angoulême, in der Tat, hat in den letzten Jahren sehr bewusst, auch natürlich im Zusammenspiel und im Diskurs mit den Verlagen, sich dazu entschieden, aktiv, wir wollen, dass sich das abbildet und hat entsprechend auch den Rahmen des Festivals verändert, damit das auch zusammengeht. Also damit man nicht nur als Aussteller da in einer Welt steht, wo man das Gefühl hat, ich gehöre hier gar nicht hin, sondern der ganze Rahmen sich auch geöffnet hat und man diesen weiteren Begriff von Comic in Angoulême auf eine, wie ich wirklich finde, spannende Weise mittlerweile bereit ist zu leben. Und das, obwohl ja eigentlich die Franzosen einen viel, viel schlimmeren Schritt zu gehen hatten. Du hast eben erwähnt, diese Zahlen von 60% Manga im französischen Markt. Das ist für die Nation mit dieser unglaublichen Tradition, selber Comics zu produzieren, durchaus auch ein harter Schlag gewesen, als das zum ersten Mal über die Hälfte der im Buchhandel verkauften Comics eben nicht mehr franco-belgische Produktionen waren, sondern asiatische. Und man hat aber mittlerweile nicht den Schluss daraus gezogen, sich abgrenzen zu wollen, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt so und die jungen Leute wollen das. Und jetzt, wenn wir die Zukunft, den gesamten Comic abbilden wollen, dann muss ich das eben durch das ganze Festival ziehen. Und das ist da mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit gemacht worden. Und darauf haben dann auch die Verlage angefangen, sich zu engagieren. Und natürlich sind auch die ganzen Partner in Japan und Korea froh, Manga und jetzt auch Webtoons seit kurzem überall da präsentieren zu können, wo man das Gefühl hat, man ist willkommen. Also ich glaube, der Weg wäre möglich und wäre eigentlich auch seit Jahren möglich gewesen, wenn man es wirklich gewollt hätte. Ich sehe auch einfach das große Problem, dass das bei uns so doll getrennt wird.
Manga und Comic. Ich meine, Manga ist halt auch ein Comic. Und warum gibt es diesen wahnsinnigen Schnitt, die, wenn man über Manga-Messen redet, dann ist das ja vor allen Dingen auch ein Treffen einer bestimmten Community, die viele kulturellen Sachen feiern, wie Cosplay und ähnliche Sachen. Das bedeutet ja aber nicht, dass da jeder Manga-Leser hingeht. Oder jeder, der offen ist für dieses Genre, sondern das ist einfach ein individuelles Treffen von vielen Leuten, die einfach grundsätzlich eine ähnliche Idee haben. Und Erlangen ist tatsächlich eigentlich ein Raum dafür, darzustellen, was Comic alles kann. Und da darf natürlich Manga nicht fehlen, weil es ist ja auch ein Comic. Und da finde ich auch tatsächlich eine Ebene, um darzustellen, was es kann, auch vor allen Dingen in Form von Ausstellungen, ist sehr, sehr wichtig. Ich wollte vielleicht nur ganz kurz noch zur Situation in Frankreich, die, wie ich finde, sehr, sehr vergleichbar ist mit der deutschen, also Frankreich vor ein paar Jahren, sag ich mal, vor 10 Jahren. Wir haben ja auch in Frankreich diese großen Messe-Events rund um Manga, also vor allem in Paris dort die Japan-Expo. Und trotzdem gab es halt diese Fehlstelle, dass man auch ein explizites Kulturfestival hat, wo sehr hochwertig kuratierte Ausstellungen stattfinden rund um Manga. Das wurde nämlich auch auf so einem Event wie dort in Paris nicht abgebildet. Und das gilt uns natürlich momentan in Deutschland auch. Also niemand fährt auf die Konichi oder auch nach Leipzig, um sich dort eine tolle Manga-Kunstausstellung anzugucken. Die Erwartungshaltung wäre auch gar nicht da. Dafür müsste man eigentlich nach Erlangen fahren, finde ich. Ja, da bin ich völlig bei dir und ich denke, es wäre auch nötig. Aber wie gesagt, du hast halt generell immer diese, also wenn wir über Mainstream reden und diese Abgrenzung, die Mainstream auch immer ja impliziert, also von wegen, die einen finden es abwertend, die anderen wollen es gerne sein, dann spielt natürlich auch, also ein Stichwort, was damit immer verknüpft ist, ist auch Wertewandel und wo steht man und welche Art von Werten sollen wo irgendwie gespielt werden. Und das meinte ich mit diesem Beginn des Festivals, wo sich bei Manga der Kreis schließt. Also man hat halt, wie gesagt, auch damals die Condors und die Basteis, als die noch groß waren und populär waren und auch den Egmont, bevor es dann irgendwann eine Comic Collection gab, für eine Weile einfach, glaube ich, aus diesem Festival auch so ein bisschen rausgedrängt, weil die haben ihre Stände gemacht, aber sie fanden auch in diesem Rahmenprogramm in der Regel nicht statt. Dann etablierte sich der Max- und Moritz-Preis nach und nach halt immer mehr in so eine bestimmte Richtung. Am Anfang gab es so als Feigenblatt ja immer noch diesen von Bulls gesponserten Zeitungscomic-Preis, der immer legendär war in der Preußverlagung, also wo dann neben den ganzen Arty-Comics dann noch Dick Braun und wer immer mal schon mal Zeitungscomics gemacht hat, ihre Preise bekommen haben, die aber irgendwann ja auch verschwunden sind, weil Bulls damals als Mainstream-Vertreter, glaube ich, auch irgendwann das Gefühl hat, warum sponsern wir die ganze Zeit einen Preis, der in eine völlig andere Richtung läuft und das, was wir machen, eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt. Und wie gesagt, ich meine, klar, jeder kann sein Festival machen, wie er will und Erlangen hat sich, glaube ich, entschieden, sehr eindeutig in so eine Richtung zu gehen. Und will das, glaube ich, auch so. Vielleicht einfach, weil auch so ein Kulturamt immer noch denkt, man darf sich dem nicht dem Massengeschmack nachlaufen oder ähnliches. Ich glaube, aber man müsste. Aber in einer gewissen Weise nicht, ne? Weil schau dir die Preise dieser Jury an. Ja, ich bin in der Jury. Ja, ich war da auch mal. Und, aber du wirst ja zugeben, aber, dass es eine sehr reduzierte Vorstellung von Comic ist, was da mit Preisen ausgezeichnet wird. Ja, aber das geht ja schon los, was die Definition von den Verlagen angeht. Also ich kann ja nur das lesen, was man mir zuschickt. Und ganz ehrlich, da suche ich echt doll nach Mainstream. Also da ist Das ist eine Frage mit Huhn und Ei. Ich war auch mal als junger Bursche in dieser Jury und ich kann mich noch erinnern, dass ich beinahe dafür gesorgt hätte, dass es ein Jahr lang einen Max- und Moritz-Preis nicht gab, weil ich auf Teufel komm raus damals durchdrücken wollte. Da hatte Frank, ein französischer Zeichner, also es war nicht mal irgendwie Manga oder so, bei Splitter einen, wie ich fand, ausgesprochen großartigen Comic gemacht zu.
Und weil der bei Splitter war, wehrte sich die gesamte Jury dagegen, diesen Preis nun ausgeben zu wollen, weil Splitter hatte, das war noch die Janetzki-Zeit, also lange vor Dirk Schulz, und Splitter galt immer so ein bisschen als rau und ja, man weiß nicht so richtig, ob die dazugehören. Also Jürgen Janetzki war ja eine sehr spezielle Figur. Und wir haben diese, glaube ich, diese Voting über das Album des Jahres, glaube ich, 8-mal durchgeführt, weil ich die ganze Zeit so bockig war. Und einfach wollte, dass wir einfach diese Diskussion führen, wieso bloß, weil das Splitter ist, dieser Preis jetzt an diesen Autor nicht gegeben werden darf. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, wie es geendet hat. Und ich, worauf ich aber raus will, ist, dass du da nichts anderes auf den Tisch kriegst. Nochmal, das ist ja keine Kritik an dieser Jury. Aber es ist ja, solche Dinge sind ja immer eine Bewegung und Gegenbewegung. Und natürlich haben Verlage wie wir haben bei Tokyopop jahrelang Bücher in diese Jury geschickt, wohl wissend, dass die sowieso niemals einen Preis kriegen werden. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ach Leute, wir kriegen ständig Preise auf der Animagic, sparen wir uns das Porto. Wenn es keiner will, checken wir es halt auch nicht mehr hin. Und es müsste, glaube ich, es müsste wieder ein Dialog zwischen beiden Seiten möglich werden, wenn man das irgendwie zusammenführen will. Das ist halt nie eine Einbahnstraße, klar. Wie gesagt, ich sag jetzt auch nicht, das böse Festival. Also, aber es hat sich sehr auseinander bewegt. Und klar, dann kamen parallel andere Veranstaltungen. Und ja, man geht halt dahin, wo man denkt, dass man willkommen ist. Also ich würde hier ganz kurz auch nochmal einhaken, weil wir ja jetzt, Entschuldigung, dass das jetzt auch dich wieder trifft, leider Katinka, aber was ich besonders schlimm fand, weil das auch gerade Jo erwähnt hatte, dass gerade just letztes Jahr wirklich die Strip-Kategorie abgeschafft wurde. Und das in einer Zeit, wo wir so viele tolle, spannende Zeitungscomics haben, gerade auch aus deutscher Produktion. Das ist das gleiche Jahr, wo Nomi Fern aus dem digitalen Newsletter des Tagesspiegels halt in die Printausgabe wandert. Das ist die Zeit, wo sowas wie Känguru-Comics stattgefunden hat. Und just in diesem Jahr schafft dann Erlangen diese Kategorie ab. Also gerade wir haben das als Jahren Jury abgeschafft. Oder besser gesagt, nicht abgeschafft. Wir haben als Jury keinen Strip bewerten können, weil wir zwei Strips eingeschickt bekommen haben. Gut, aber und daraus kannst du keinen Preis machen. Genau, aber ich selber zum Beispiel, weil ja allgemein aufgerufen wird, auch Vorschläge einzureichen, habe explizit natürlich, weil das eine Kategorie ist, die mir zum Beispiel sehr wichtig ist, auch über die ganzen Jahre. Ich habe teilweise sogar kleinere Ausstellungen dort in Erlangen rund um die deutschsprachigen Comicstrips gemacht. Ich habe natürlich auch wieder mehrere Vorschläge eingereicht, habe die dort auch mit Links etc., die man dann hätte digital der Jury bekannt geben können. Dann ist das scheinbar in die Jury nicht weitergereicht worden. Kann ich dazu nur sagen. Okay, da kann ich jetzt leider nichts zu sagen, tut mir leid. Ja, aber ich wollte damit nur sagen, ja. Es ist halt so ein Beispiel, wo man sagt, also das ist halt immer noch so ein tolles Fenster, wie ich finde, nach draußen gewesen auch, diese Kategorie. Und ist schon schade, dass die jetzt weggefallen ist. Sollte hoffentlich nächstes Mal wiederkommen. Ja. Aber wollen wir jetzt nicht mal wieder ein bisschen über den Mainstream reden? Also cool, nein. Ja, wir sollten nochmal eine separate Sendung zu Erlangen machen. Aber eigentlich hat es schon was mit Mainstream zu tun, weil wie gesagt, Mainstream ist immer auch Abgrenzung von irgendwas, was nicht Mainstream ist. Und eigentlich ist es dann doch wieder drin, aber es geht auch ohne Erlangen, glaube ich. Ja. Genau, weil das wäre jetzt zusammenfassend für mich auch tatsächlich so ein bisschen das Ergebnis der letzten Minuten gewesen. Wir haben uns jetzt rein an den Verkaufszahlen gemessen, scheinbar in irgendeiner Form darauf verständigt, dass wenn Mainstream muss, auf jeden Fall der Manga ein relevanter Anteil davon sein. Und wir haben festgestellt, dass der scheinbar in der richtigsten, wenn nicht gar relevantesten deutschsprachigen, im deutschen Raum stattfindenden Veranstaltungen in der Form nicht stattfindet. Ob das nun an den Veranstaltern liegt oder vielleicht am mangelnden Publikumsinteresse, da kann ich jetzt noch keine Antwort drauf geben. Wir hatten uns auch kurz drüber unterhalten, wie das mit den Strips aussieht. Und das Beispiel Naomi Fern ist natürlich ein sehr gutes, weil sie da auch, sie war hier auch mit der Katinka bei der letzten Ausgabe zur Zukunft der Comics ja auch zu Gast und hat tatsächlich genau diese Sachen auch erzählt, wobei man sagen muss, zum einen, die von dir bereits angesprochenen Känguru-Comics haben jetzt leider ein vorläufiges Ende gefunden, wobei das, glaube ich, eher kreative Gründe hat und weniger Verkaufszahlengründe. Ich glaube, die waren sehr beliebt. Und man muss auch sagen, ich habe vor nicht allzu langer Zeit hier den Leiter der Charles M. Schulz Studios aus den Staaten zu Gast gehabt und der hat insbesondere
insbesondere natürlich auch einen sehr guten Einblick in die Strips, wie sie in den Staaten laufen. Und der sagt, die klassischen Zeitungsstrips mit ja, Kommentierung auf aktuelles Zeitgeschehen, das würde eben nicht mehr so gut laufen. Generell, die Zeitungsbranche hätte da in den Staaten explizit Verkaufsschwierigkeiten. Und das geht natürlich dann auch den Comicstrips da ein bisschen an die Kehle, an die Gurgel, sodass das, wie mir scheint, zumindest sehr unterschiedliche lokale Begebenheiten zu geben scheint, wie erfolgreich jetzt das Chip-Format insbesondere auch läuft. Ich glaube, sowas wie, keine Ahnung, Heger der Schreckliche oder sowas gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr und so, obwohl der jetzt 50-Jährige ist. Oh, das ist aber ganz anders. Nein, ganz anders. Erzähl mal. Also, es gibt, ich mache mir immer einen Spaß, wenn ich unterwegs bin in verschiedene Städte, auf Festivals etc., dass ich dort dann die Lokalpresse mir hole. Und gerade sowas wie Heger, wir glauben es nicht, in wie vielen Zeitungen das immer noch abgedruckt wird. Mhm. Das kriegen tatsächlich jeden Tag Hunderttausende, wenn nicht sogar 1 Million Publikum vor die Nase gesetzt. Kein Witz, ist immer noch so. Aber das heißt ja, dass es letztlich in verschiedenen Zeitungen ein und derselbe Künstler oder Künstlerin stattfindet. Ist nicht so, dass sie sich alle individuell eigene Artists leisten, oder? Nein, also ist es so, dass man natürlich unterscheiden muss zwischen den Sachen, die durch Bulls syndikatisiert werden, wenn man so will. Ja. Das ist ja dieser klassische Weg, den es in Amerika gibt. Und dann haben wir parallel in Deutschland seit gut 20, 25 Jahren so eine Entwicklung, dass sich halt viele oder nicht viele, aber eine ganze Reihe größerer Zeitungen halt ihren eigenen Strip halt gönnen. Und das klappt manchmal recht gut, manchmal auch nicht. Aber wir haben da halt dann so herausragende Sachen gehabt, was die Breitenwirkung, den Mainstream-Erfolg anbelangt, wie Stritz bei der FAZ oder beispielsweise C. Tom mit seinen Sachen für die Taz oder in Freiburg wird da, glaube ich, auch abgedruckt. Wir haben Fußball-Comics, die sehr erfolgreich sind. Das gibt es halt auch alles, aber das gibt es auch durchaus auch als Buch, aber es ist halt dann mitunter halt auch nicht so verbreitet dann als Buch, also weil das Buch ist dann halt nur so dieses Extra-Ding, was dann noch dazu kommt, aber das ist nicht in erster Linie das, was für mich den Mainstream dort dann ausmacht. Mainstream würde ich halt wirklich an der Leserschaft festmachen in solchen Fällen. Die Frage der Leserschaft und letztlich auch die Frage der Verkaufszahlen, die hängt sicherlich an vielen Faktoren. Ein ganz wesentlicher Faktor, und das führe ich immer gern auch in anderen Runden an, ist der Preis. In Deutschland, und das geht auch ein bisschen einher mit der Frage, wie hoch hängen wir die Nase eigentlich bei der Frage, was ist denn jetzt hier alles noch Comic, was ist noch Kunst, was ist besprechenswert, was findet im Feuilleton statt und was kriegt auch eine eigene Ausstellung in Erlangen, da ist natürlich immer auch ein bisschen die Frage, okay, was kosten mich eigentlich die Comics? Der Jo hatte hier schon, keine Ahnung, beispielsweise die Condor-Hefte angesprochen, die ja wirklich für ein Appel und ein Ei in horrenden Auflagen verkauft worden sind in den 70ern und 80ern. Ich habe hier vor nicht allzu langer Zeit einen alten Werner-Comic in der Hand gehabt. Ich habe hier auch Der bewegte Mann mal wieder in irgendeiner, keine Ahnung, wievielten Auflage in der Hand gehabt. Und das sind Auflagenzahlen genannt, da kriege ich echtes Staunen. Das ist in der Form heute die absolute Ausnahme. Und es scheint mir so, als waren die Verkaufszahlen von Comics in Deutschland durchaus mal andere. Das liegt vielleicht auch in einem gewissen Rahmen an dem Preis, der aufgerufen wird, wenn ich mir heutzutage einen Comic kaufen muss. Ja, es gibt immer Möglichkeiten, gut und günstig an Comics ranzukommen. Ja, es gibt die von mir sehr geschätzten Bibliotheken. All das möchte ich an der Stelle mal ausklammern. Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise die richtig tolle klassische Graphic Novel mit biografischem Inhalt angucken möchte, die jetzt ganz aktuell irgendwo irgendwie erscheint, dann lege ich da gut und gern mal 40 Euro und mehr auf so einen Tisch, je nachdem von wie vielen Seiten wir sprechen. Das ist kein sonderlich einstiegsfreundliches Medium. Das hat natürlich alles seine Gründe, aber ein Stück weit liegt es eben auch daran, dass sowas teuer sein kann. Ich habe auf der anderen Seite aber insgesamt die verhältnismäßig günstigen Manga. Oder ich habe eben auch, wenn ich mal in andere Länder gucke, und da möchte ich gerne den Andreas Wolf mal zitieren, von mir sehr geschätzte Podcast-Kollege, da liebe Grüße an den Podcast Pau. Der war vor kurzem in Spanien. Und in Spanien hat er sich für 2,50 Euro ein Heft gekauft. So ein Comic-Heft. So ein, weiß nicht, ob das Superhelden waren oder nicht, aber auf jeden Fall ist das die Hälfte von dem, was bei uns ein Superhelden-Comic kostet. Dort hat er sich ein Softcover gekauft von Sandman, auch eigentlich ganz unbekannt die Reihe, für gerade mal 10 Euro das Stück. Und da kriegt er echt eine Menge Zeug für relativ wenig Geld. Und da frage ich mich doch, wäre das nicht ein Weg, um das Medium im Vergleich zu anderen Medien, und das steht in einer Konkurrenz zu, auch wirklich diversen Dingen wie Streaming, wie Gaming, wie auch sonstige Veranstaltungen, um es am puncto Preis ein bisschen mehr in den Mainstream zu holen. Und deswegen auch gezielt auch mal reihum gern nochmal, Katinka, sind Comics zu teuer?
Puff. Naja, es ist natürlich immer schön, wenn man einen günstigen Comic anbieten kann, klar. Gerade für Einsteiger. Aber ich, auch da muss ich sagen, das ist ja irgendwie von sehr, sehr günstig bis sehr, sehr teuer geht. Und sicherlich kriege ich bei der Graphic Novel, die halt inhaltlich eben auch nicht so viel Publikum anzieht, einfach einen anderen Preis selten hin. Weil es einfach teuer ist, nur wenig zu produzieren. Und mache ich da irgendwie, ja, da gehen, sind wir wieder beim Huhn und dem Ei, glaube ich. Nur weil ich es günstig anbiete, habe ich das Risiko tatsächlich, dass ich das auch einfach nicht verkaufen kann, obwohl ich halt wirklich viele dafür drucken musste, um den Preis zu halten. Also ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, ich lieber an den Verleger weiterleiten möchte. Ja, wie sieht's aus, wenn ich jetzt beispielsweise so einen Lucky Luke drucken würde? Und zwar in richtig, auf richtig billiges Papier, ein richtig dünner Einband und für sehr wenig Geld. Könntest du dir vorstellen, dass er dann noch besser laufen würde? Diese Frage ist ungefähr so alt wie das Verlegen von Comics, würde ich meinen. Und ich glaube, wir haben in Deutschland tatsächlich eine sehr, sehr spezielle Situation, weil jetzt müsste man wirklich als Verleger ein bisschen sich angucken, warum sind die verschiedenen Märkte auf den verschiedenen Kontinenten so unterschiedlich geworden und was ist eigentlich das Problem des deutschen Marktes lange Zeit gewesen. Da muss ich nochmal kurz auf den Kiosk kommen. Dass Manga in Japan so gigantisch groß werden konnte und Ausmaße hat, die kein anderer Comicmarkt der Welt hat. Mir geht es jetzt nicht um Manga, sondern mir geht es wirklich um diese Strukturen, in welchem Umfeld Comics gedeihen können, wirklich groß werden können. Dann gab es da einen wesentlichen strukturellen Unterschied zu unserem Markt. Ich sprach ja vorhin von dem Absondern von Kondo und Co. zu dieser Bewegung Comics in den Buchhandel. Das heißt, wir hatten von dem alten Mainstream-Markt nie eine Verbindung in den Buchhandel. Also bis jetzt vor ein paar Jahren, als Kasin angefangen hat, Clever und Smart als Luxusausgabe neu aufzulegen vielleicht. Aber es gab diese Connection nie. Es gab sie ein bisschen im Donald Duck Mickey Mouse Bereich, aber auch erst relativ spät. Japan hat seit Jahrzehnten diesen Markt entwickelt, wo ich mit niedrigen Preisen, aber auch mit dem Verfügungstehen entsprechender Vertriebskanäle, die dann entsprechend hohe Auflagen wuppen können, diese Popularisierung halt hinbekommen, weil es super, super erschwinglich ist, sich diese Magazine oder war, als es die Magazine noch eine größere Rolle gespielt haben, die sich zu kaufen. Darüber haben wir ja, als wir vor 25 Jahren dann mit Dragon Ball und Co. Losgelegt haben, genau diese Debatte geführt. Wie kommen wir über Preisänderungen wieder ran? Manga wäre ja in der Urform, wie man es im Westen versucht hat, in diesen ehemaligen Ansätzen nach Akira, also Battle Angel Alita und was da damals erschien, in diesen Großformaten 100 Seiten für auch Fantastilliarden an Preisen. Den Boom hätte es nie gegeben, wenn man auf diesem Weg geblieben wäre. Und mein Vorgänger bei Carlsen, den man an der Stelle nicht genug loben kann, Andreas Knigge, der sich sehr, sehr, sehr an Carlsen abgearbeitet hat in dieser Zeit, hat kurz bevor ich kam, halt diese Taschenbuchform durchgedrückt. Und die war ja letztlich der Schlüssel für den Boom. Aber nochmal zurück zu Japan. In Japan war halt diese extrem niederschwellige Geschichte erstmal ein großes Publikum da. Nur ein Teil der Magazinkäufer sammelt am Ende dann die Taschenbücher. Aber es ist natürlich klar, je größer die Menge der Kontakte erstmal ist, umso größer wird dieser Prozentsatz sein, der am Schluss sich zu einem Buchkäufer machen lässt. Und wir hatten halt bei uns diese Trennung, nicht ganz, als der Albenmarkt im Buchhandel neu aufgebaut wurde, weil da gab es die indirekte Verbindung, weil Carlsen, Egmont und Co. ja extrem in dem Boom der franco-belgischen Alben auf die Mainstream-Massen-Comics vom Kiosk zurückgegriffen haben. Ich meine, alle Serien, die in den ersten Jahren für diesen Boom gesorgt haben, hatten wir vorher bei Rolf Kauker oder Springer in den Zackheften oder irgendwo gesehen und kennengelernt. Und deswegen klappte dieser erste Schub in den Albenmarkt ja so gut. Ich meine, das Masipilami hat ja auch damals sechsstellig verkauft. Aber weil wir eben alle auch schon Spirou und Fantasio als Pit und Piccolo
bei Coca kennengelernt hatten und die Leute dann sagten, ach, die kenne ich und jetzt kaufe ich mir diese Bücher. Diese Kopplung zwischen einer möglichst weiten Verbreitung und dem Erreichen dieses Verkaufs, ich glaube, das ist wirklich einer der ganz, ganz großen Schlüssel. Da sind uns aktuell die asiatischen Märkte natürlich schon wieder ein gutes Stück voraus. Ich komme auch gleich, krieg noch die Kurve zu dem Kunstcomic für 40 Euro. Weil es die Zeitschriftenmärkte, klar, brechen weltweit zusammen. Wir hier in Hamburg haben ja gerade gesehen, was bei Kuno und Ja passiert ist und dass dieser Markt halt dann immer schwieriger wird, weil es eben inzwischen das Internet gibt. Inzwischen haben es, glaube ich, auch alle mitbekommen. Die Leute wandern dahin, die Auflagen der Zeitschriften werden kleiner. Das heißt, das kann nicht mehr, wie soll ich sagen, so das Fischbecken sein, wo man die großen Mengen holt. Aber natürlich können alle digitalen Formen das sein. Und Shueisha hat, einer der größten japanischen Anbieter in den letzten Jahren, den Markt international unter anderem so gerockt, weil sie von den Japanern derjenige sind, der am ehesten verstanden hat oder als erster verstanden hat, was es eigentlich bedeutet, in dieser digitalen Welt weiterzuleben, die sehr konsequent ihre Plattform aufgebaut haben, wo du fast alle Jump-Serien in verschiedenen Sprachen nahezu umsonst entweder weit lesen oder anlesen kannst. Das Gleiche passiert in Korea mit den Webtoon-Plattformen, wo du ja, wenn du dir Werbung reinpfeifst, für nahezu nichts Tausende von Serien lesen kannst. Also wo diese große Verbreitung gerade wieder hergestellt wird, im Falle, wie gesagt, von Shueisha und den Webtoon-Verlagen dann sogar gleich international. Die haben ja selber ihre englischen Versionen angefangen, von Korea aus loszustoßen. Und was passiert gerade? Gerade die Shueisha-Serien und jetzt Webtoon-Erfolge wie Solo Leveling. Was wir als Verlag machen, wir bedienen die, die es vorher nahezu umsonst gelesen haben und sagen, ich fand das so toll, ich stelle mir das jetzt ins Regal. Diese Verbindung zwischen, wie gesagt, diesem Low-Budget und ich glaube, im digitalen Zeitalter bedeutet Low-Budget wahrscheinlich am Ende umsonst. Und dann Bücher verkaufen ist möglich. Und wenn man sich Webtoon-Plattformen anguckt, ist die, klar gibt es die großen Hits, wo alle denken, ja, das ist ja wie Manga nur bunt. Aber es gibt im Webtoon durchaus auch richtige Nischen auf manchen dieser Plattformen, wo man auf Stoffe stößt, wo man sagt, erstaunlich, was das alles gibt, also welche Bandbreite an Themen da ist. Das sind nicht die, die gerade als Buch publiziert werden, aber sie sind da. Und jetzt stelle ich mir in der Zukunft, und dann höre ich auch wieder auf mein langes Ausholen, jetzt stelle ich mir halt so einen Autorencomic, der wessen Biografie auch immer für 40 Euro im Buchregal stehen hat, vor zum Anlesen, entweder komplett oder teilweise im Netz, also über das konsumierbar, wie wir inzwischen Musik hören und wie wir Fernsehen und all diese Dinge tun oder zumindest sehr low level. Und dann wirst du am Ende, glaube ich, egal ob der 30 oder 40 Euro kostet, auch davon deutlich mehr verkaufen können. Worauf ich raus will ist, ich glaube, der Zugang ist nicht Lucky Luke jetzt auf Klopapier zu drucken und zu sagen, mal gucken, wo die niedrige Schwelle ist. Auch das hat Carlsen über die Jahrzehnte alles durchprobiert. Als ich ankam, gab es gerade damals diese Supercomics-Ausgaben von Blaue Boys und Spirou, wo man halt in einer minderen Qualität versucht hat, über Kaufland und Co. mehr Comics zu verkaufen. Das war aber nicht wirklich zu Ende gedacht, weil die Vertriebswege einfach gar nicht waren, dass man diese Auflagen wirklich jemals kalkuliert bekommen hat. Und da, denke ich, hat das Internet, auch wenn alle am Anfang immer so dachten, super bedrohlich, eine riesen Chance eigentlich, wenn wir denn auch in unserem Markt die Verlage vielleicht anfangen, mal darüber nachzudenken, ob sie vielleicht eine aktive Rolle in diesem Prozess spielen wollen. Gut, nun haben deutsche Comicverlage selten eine aktive Rolle in irgendwas gespielt, außer Dirk Rehm, den ich immer ausnehme, der eine sehr aktive Rolle im deutschen Verlagsgeschäft gespielt hat. Also man nimmt oft das mit, was jetzt andere machen. Also der Erfolg von Naruto, One Piece und Co., dass das in den letzten Jahren überall in Europa so gigantisch durch die Decke gegangen ist, ist ja in Japan gemacht worden und nicht in den strategischen zentralen europäischen Verlage, einfach weil so viele das online gelesen haben während Corona und dann dachten, ach stimmt, das gab's ja auch noch, das war ja lustig, da kaufe ich mir jetzt die Bücher. Das war der Boom der letzten beiden Jahre in ganz weiten Teilen, wenn man sich die Zahlen genau anguckt.
Ich schließe den Kreis und plädiere dafür, dass Avant ein Freileseportal macht ab morgen und wir dann mal gucken, was mit diesem Markt passiert. Aber da würde ich gerne mal einsteigen, weil die letzten 2-3 Jahre ist gerade Webtoon und Co., also Webtoon nehme ich jetzt mal nicht die Plattform, sondern die Gattung, sage ich mal, die Veröffentlichungsform, ist das große Thema dort gewesen in Frankreich. Und Verlage wie Delcourt bauen jetzt eigene Plattformen sogar auf, gehen da ganz gezielt rein in diese Sache. In Deutschland, muss ich gestehen, höre ich da eigentlich noch nichts von. Also da halten sich die Verlage hier super bedeckt und seltsamerweise, auch das ist ganz interessant, kann ich halt diese Schwächer-Sachen online, diese Plattform in den seltsamsten Sprachen schon mir angucken, Russisch, Portugiesisch, Portugiesisch für Brasilianer und was auch immer. Deutsch komischerweise findet noch nicht statt. Warum wird Deutschland hier so ausgespart? Ist irgendwie interessant. Also glaubt man, die Antwort kann ich dir geben. Mach das. Das deutsche Urheberrecht steht im Weg. Nein, ohne Witz, weil es geht ja um die Frage, mit welchen Übersetzungen passiert das Ganze. Deswegen hast du auch deutsche Webtoon-Fassungen, aber nicht unbedingt deutsche Shueisha-Fassungen. Die ganzen großen Klassiker sind ja alle übersetzt und man müsste eine Lösung finden, wie man die Übersetzer für die Verwendung ihrer Übersetzungen auf diesen Plattformen entlohnt. Und das deutsche Urheberrecht ist, Gott sei Dank, sehr rigide und sagt, wenn damit jemand Geld verdient, dann muss der Übersetzer daran beteiligt werden. Und ich möchte auch nicht, dass sich das ändert, um das gleich dazu zu sagen. Ist aber für so ein Modell eine echte Herausforderung, weil theoretisch die für die Nutzung man diese ganzen Rechte jetzt sichern wollte. Und das ist, glaube ich, wirklich das Problem, dass sobald der Erste Nein sagt, entweder Shueisha selber eine Übersetzung ins Deutsche machen müsste, also quasi eine neue, die dann von den Büchern abweicht etc. Und das stand im Weg. Und bei den Plattformen angefangen, also anfangen tun immer alle mit Englisch und Spanisch und so, weil du natürlich erstmal guckst, wo sind die auflagenstarken Märkte, also wo hast du eine große internationale Reichweite. Aber zum Beispiel die koreanischen Verlage produzieren ja längst auch ihre eigenen deutschen Versionen in bestimmten Bereichen. Was für uns dann wieder kurios ist, weil wenn wir die Bücher machen, dürfen wir diese Übersetzung nicht benutzen und machen wieder neue und haben dann einen riesen Aufwand abzustimmen, dass wir am Schluss dann niemanden unglücklich machen, dass das zu sehr abweicht, aber trotzdem erkennbar ist, dass es eine eigene Version ist. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ich glaube trotzdem tatsächlich, dass man mehr bei uns tun könnte, also auch von den Verlagen aus, um das zu gestalten. Nun bin ich Teil dieser Szene. Also wir haben uns bei Webtoon dagegen entschieden, weil absehbar war, dass Korea diese Geschichten über kurze Lagen sowieso selbst machen wird. Und wir diese Masse, schau dir mal an, was auf der Naver-Webseite, du hast irgendwie 1000 Serien. Ich sitze wirklich daneben und frage mich, wie Delcourt das alles wuppt in kurzer Zeit. Diese unglaubliche Masse von Kapiteln, die haben ja sehr viel Backlist auch vom Anfang an da reingeknallt. Da ist schon richtig viel Kohle reingeflossen. Und nun ist die deutsche Verlagslandschaft im Comic-Bereich nicht unbedingt bekannt für mutige Investitionen. Und ich habe sie mir, wie gesagt, auch verkniffen. Wir haben das mal grob hochgerechnet, was das kosten würde, so ein Grundsortiment aufzubauen. Und ich wollte jetzt in meinem Alter, wie gesagt, das Schicksal bis zu meiner Rente nicht an diese Plattform kleben. Das macht es einem schwer. Wir arbeiten aber, das kann ich sagen, hinter den Kulissen, weil ich an diese Idee so glaube, für unsere deutschen Autoren in der Tat auf eine separate Lösung und wollen das damit probieren, weil wir A, die Rechte kontrollieren, B, dieses Übersetzungsthema nicht haben. Und ich ziehe schon dran glaube. Natürlich wird so eine Plattform jetzt mit deutschen Mangaka nicht so groß wie eine Webtoon oder eine Jump Plus. Ich bin ja nicht größenwahnsinnig. Ich glaube aber in jedem Fall, sie kann eine Möglichkeit sein, mit Leuten in Kontakt zu treten, die im Buchhandel vor lauter Novitäten vielleicht bestimmte Titel nicht entdecken. Und wenn sie mal reinlesen könnten und sehen könnten, wie gut die inzwischen alle sind, vielleicht auch neugierig werden würden. Wir haben mit Joscha Sauer bei Carlsen damals ja mit Nicht Lustig eigentlich genau das Gleiche gemacht. Da haben ja auch viele gesagt, warum macht ihr davon Bücher? Der hat doch seine Witze alle im Netz.
Genau, weil das ja letztlich die Sammlung der Sachen ist, die online erschienen sind, die nochmal für Fans gekaufbar sind und der dann auch eine gewisse Unterstützung des Künstlers. Und es war in meiner Zeit, genau, wo ich in meiner Zeit bei Carlsen war, es mit die erfolgreichste Publikation, die ich zu verantworten hatte. Also jetzt neben Dragon Ball und Manga, aber nicht lustig, hat sich irrsinnig gut verkauft. Auch wenn das Interview offiziell nicht mehr online ist, kann ich aus einem Gespräch, das ich mit jemandem vom Webtoon vor kurzem geführt habe, sagen, dass Deutschland einfach insofern eine besondere Stellung innehat, dass die Webcomics, digitale Comics, haben es hier einfach noch relativ schwer. International gesehen und vor allem der asiatische Markt und da insbesondere auch der koreanische, da lesen in einem Bereich, in einem prozentualen Bereich Menschen online digital Comics. Das ist unvorstellbar, gerade im Vergleich zu dem, was noch an gedrucktem Comic verkauft wird. Und auch in Deutschland sehe ich da gewisse Trends, weil wir natürlich nicht alles mitkriegen, was die jungen Menschen insbesondere auch mal eben so auf ihrem Handy konsumieren. Da gibt es natürlich auch Apps, die dir ja Manga vor allem insbesondere zur Verfügung stellen. Da gibt es vielleicht keine offizielle Statistik, wer es da von wem wie gelesen wird. Ich glaube, da gibt es in einer gewissen Lesendenschaft auf jeden Fall auch Trends. Aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, ist es noch nichts, wovon eine Masse an Menschen hier gut leben kann. Es gab auch hier bei uns beim Telestammtisch das große Special zu Webcomics, wo wir unter anderem auch den Schöpfer von der Wormworld-Saga hier mit am Start hatten. Und auch der macht zusätzlich noch weitere Dinge, damit das für ihn sich in irgendeiner Form rechnet. Und das ist der größte aus Deutschland stammende Webcomic gewesen zu dem Zeitpunkt vor 2-3 Jahren. Also machen wir uns nichts vor. Das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz eigenes, ganz besonderes Thema. Und ihr merkt schon, wir müssen hier auf jeden Fall bei der Frage, okay, Mainstream im Comic, was ist das eigentlich? Da gibt es immer so verschiedene Blickpunkte und also Perspektiven, verschiedene Ansätze, die man mitbringen kann, um sich darüber zu unterhalten. Und lieber Martin, das ist natürlich schon auch so, du hast ja, deswegen ist die Frage konkret auch an dich gerichtet, hier diesen wirklich ganz guten Überblick über den Buchhandel. Das heißt also, du veröffentlichst, da kannst du gern gleich nochmal ergänzen, auch regelmäßig Daten, woher auch immer sie stammen, da bitte ich gern nochmal um Erläuterungen, über die Verkäufe im Buchhandel für den Comic, was da gut geht und was da nicht gut geht. Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick gewähren, was sind das für Daten, wo kommen die her und was gab es da in den letzten Jahren für Trends? Also die Daten, das ist eine ganz transparente Geschichte. Das ist ein Pool, der von Media Control aufgebaut worden ist im Buchhandel. Und da wir ja im normalen Buchhandel, im Gegensatz zum Beispiel zu größeren Teilen noch des Comicverhandels, dort sehr stark digitalisierte Kassensysteme haben, ist das eine sehr, sehr transparente Geschichte inzwischen geworden, was die Verkaufszahlen dort anbelangt. Es gab eine Zeit lang in Deutschland mal auch 2 Unternehmen, die parallel erhoben haben, diese Daten. Es gab dann die GfK noch parallel. Und eine Schwierigkeit war, dass eine Zeit lang der eine zum Beispiel die Amazon-Zahlen hatte, der andere wiederum Thalia und dann musste man immer quasi so ein bisschen das selber hochrechnen und das hat damals noch nicht so gut geklappt und als dann aber Media Control sich quasi durchgesetzt hat und alle relevanten Zahlen jetzt bündeln konnte, kann man sagen, dass die Rankings schon sehr zuverlässig sind und was die Zahlen anbelangt, ist es natürlich mal ein bisschen schwierig, weil wir ja gerade hier auch im deutschen Comicmarkt natürlich nicht nur den Buchhandel haben. Es gibt die Direktverkäufe, es gibt die Verkäufe im Comicfachhandel und ähnliches. Deshalb kann man eigentlich dann auch diese Zahlen nie so absolut veröffentlichen. Aber die Rankings, sag ich mal, die sind schon recht zuverlässig. Zumal auf den Spitzenplätzen, weil wir dort sehr, sehr große Abstände mitunter auch zwischen den einzelnen Positionen haben. Und wenn man sich dann anguckt, was wirklich verkauft wird und was besonders erfolgreich ist, dann gab es schon so ein paar Trends, die wir über die letzten Jahre haben. Also nehmen wir nochmal den Manga-Bereich, dann merken wir natürlich schon, dass gerade die Top-Serien, die verkauft werden in den letzten Jahren, fast immer gekoppelt sind auch an Anime-Ausstrahlungen, wobei Ausstrahlung auch inzwischen bedeutet, dass sowas, dass insbesondere Streaming auch gerade bei Crunchyroll eine große Rolle spielt. Also ein schöner Augenöffner für mich war damals Jujutsu Kaisen von Kaze, heute Crunchyroll. Das war eine Serie, die lief schon eine ganze Reihe von Monaten, ich glaube sogar schon über ein Jahr und war komplett unterm Radar, konnte man sagen. Hat ordentlich verkauft bestimmt, aber war halt nichts für die Top 10.
Und dann plötzlich vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren tauchten die plötzlich in den Top 15 mit 5, 6 Bänden auf. Und man hatte das Gefühl, das werden immer mehr. Und wenn irgendwann dann die Backlist groß genug ist, werden die alle Plätze besetzen. Ja, das hängt halt natürlich mit der Ausstrahlung der Animes zusammen. Und ähnliche Phänomene haben wir regelmäßig. Spy X Family ist auch so ein Beispiel, wo man dann merkt, wie wichtig das geworden ist. Das betrifft halt vor allem die Spitzenplätze. Und wir haben auch wenn wir mal den Manga-Bereich verlassen, haben wir im Comic- und Graphic-Novel-Bereich auch sehr interessante Phänomene. Beispielsweise für die deutschsprachige Comic-Szene sehr interessant sind diese sogenannten YouTuber-Comics, die auch die verschiedensten Gattungen von YouTubern inzwischen abbilden. Da ist der Verlag Community Edition sehr, sehr, sehr rührig und bringt dort regelmäßig im Jahr mehrere Bände raus. Und nur damit man so eine Vorstellung bekommt, wie wichtig das ist. Also wir hatten beispielsweise 2021 in den Top 10 aller Comics im Buchhandel, wohlbemerkt ohne die Mangas, hatten wir in den Top 10 immerhin 8 deutsche Eigenproduktionen. Das ist leider im letzten Jahr nicht mehr ganz so gehalten werden, konnte man nicht mehr ganz so halten, vor allem wegen diesem Spezialphänomen Heartstopper, über das wir vielleicht dann gleich auch nochmal reden können, das übrigens auch den Webtoon-Bereich tangiert ein Stück weit. Aber mit diesen YouTuber-Comics wurde dort eine Nische aufgemacht, wo auch durchaus Comic-Künstler, die wir sonst aus anderen Umfeldern kennen, Filecki, Wirbeleit etc. mit an Bord sind, die dort auch mit beitragen und dort bei den Umsetzungen dabei sind. Wir haben dort Verkaufszahlen, die wenn eine Serie wie diese Arasul Comic Adventures auch eine gewisse Backlist aufbauen, an die 100.000 gehen inzwischen pro Jahr. Hm. Das sind sehr, sehr ordentliche Zahlen. Also ich habe mir mal den Spaß gemacht, dass ich David Filecki mal in Leipzig dort auf der Manga Comic Con damit aufgezogen habe, dass er den ersten Community Editions Comic gemacht hatte, der in dem damaligen Monat, als wir uns dort vor der Pandemie das letzte Mal in Leipzig getroffen haben, das erste Mal einen wirklich geschafft hatte zu machen, der unter 1.000 Exemplare im Monat verkauft hat. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist inzwischen eine normale Hürde auch für deutschsprachig produzierte Comics. Und da merken wir halt, dass da sich wirklich ganz andere parallele Welten auftun. Dasselbe Phänomen haben wir auch im Graphic-Novel-Bereich, wo ja auch sehr, sehr große Verkaufszahlen teilweise registriert werden. Nehmen wir beispielsweise mal die Strömquist Graphic Novels aus dem feministischen Bereich, die auch in die Aberzehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende verkaufen. Und da würde ich übrigens auch ganz interessant finden, dass so ein Stoff inzwischen beispielsweise auch von deutschen Theaterbühnen adaptiert wird. Auch das, finde ich, ist dann wiederum in einem speziellen, vielleicht bildungsbürgerlicheren Hintergrund auch eine Art Mainstream für Comic, dass so etwas dort jetzt stattfindet. Wenn ich aber so eine Graphic Novel jetzt einem klassischen franco-belgisch geschulten Comicleser vorlege, dann wird der sagen, um Gottes Willen, also kann die Frau denn überhaupt nicht zeichnen? Wie darf die überhaupt gedruckt werden? Und dann fällt mir wirklich gerade konkret genau das eigentlich auch auf. Wenn ich so mal die Superhelden noch ausklammern möchte und vielleicht noch die Biografien ausklammern möchte, dann wären gerade die ganzen franco-belgischen Reihen auf jeden Fall Titel, die ich jetzt in deinen Aufzählungen und deinen Trends und Statistiken auf jeden Fall erwartet hätte. Gerade weil das, wenn man so vom klassischen deutschen Comicleser spricht, dann sind das ja tendenziell diese Albensammler. Aber die scheinen jetzt rein, so jetzt diese Charts angeht, gar keine große Rolle mehr zu spielen, oder? Naja, mit einer großen Ausnahme natürlich. Die dann alles wegrockt. Asterix. Genau, das ist genau der Punkt. Wobei man muss auch da wiederum mal eine Einschränkung machen. Beispielsweise hat mich mein Chefredakteur vor ein paar Wochen angerufen. Also ich selber sitze ja hier in Lehrte bei Hannover.
Hannover und die Hauptredaktion ist in Dortmund und hat mir mitgeteilt, dass inzwischen halt sowas, wenn ein neuer Demon Slayer Band rauskommt, eine sehr, sehr populäre Manga-Serie, dann schafft die das in dieser Veröffentlichungswoche inzwischen auch einfach mal in die Top 10 aller verkauften Bücher Deutschlands. Also über alle Gattungen hinweg. Also wir haben tatsächlich jetzt inzwischen auch jenseits von Asterix so richtige Massenerfolge auch schon im Markt. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber Asterix ist natürlich eine absolute Sonderstellung, die diese Serie einnimmt. Und was auch völlig verrückt ist, es betrifft gar nicht mal nur die normalen, in Anführungszeichen normalen Asterix-Bände. Also das wirklich absolut Verrückteste war für mich, sind diese Mundartbände von Asterix. Ja. Und da ist jetzt letztens einer der absoluten Burner die erste oberfränkische Ausgabe von Asterix gewesen. Also man muss sich das vorstellen, da reden wir von Bamberg, Hof, Bayreuth. Selbst Coburg, habe ich gelernt, darf da eigentlich schon nicht mehr mitlesen, weil die ganz offiziell schon nicht mehr oberfränkisch reden. Und dann werden dort einfach mal 10.000 und mehr Exemplare von so etwas verkauft. Das ist schon verrückt. Na, die kaufen das dann alle. Das ist ein kleines Gebiet, aber da steht es dann wahrscheinlich an jeder Milchkanne. Ja, ja, aber Asterix ist natürlich schon immer noch mal so ein Sonderfall. Und was ich auch ganz faszinierend gefunden habe, wenn deutschsprachige Comic-Künstler wie Flix, wie Ralf König sich solcher Themen wie Spirou oder Lucky Luke annehmen, hat das auch wirklich toll funktioniert. Und zwar auch nicht nur im Buchhandel, sondern Ralf König hat wahrscheinlich noch mal viel mehr Lucky Luke sogar am Kiosk verkauft. Der wurde ja sogar als ganz reguläre Kioskausgabe in den Vertrieb gebracht. Also ganz so ist es dann doch nicht, aber klar, das ist so. Da geht es uns übrigens nicht anders als den Franzosen. Der klassische Genre-Comic franco-belgischer Herkunft macht auf dem französischen Buchmarkt nur noch etwa 20% aus. Also das ist natürlich dort, wenn das in Frankreich selber schon so an den Rand gedrückt wird, kann man sich vorstellen, dass das hier in Deutschland nicht furchtbar anders aussehen kann. Wir haben uns die Zahlen in der Branche, glaube ich, viele Jahre auch ein bisschen schön gerechnet. Und das tun wir eigentlich immer noch, wenn wir ehrlich sind, weil die reinen Leserzahlen, und wir reden ja hier immer um den Abverkauf, also nicht den Umsatz, also wir den Absatz an Bänden, an Einzelexemplaren, den wir in diesen Rankings darstellen. Es sieht natürlich dann doch deutlich anders aus oder noch, sagen wir mal, deutlich besser, wenn wir uns die Umsatzzahlen angucken. Und die sind dann gerade bei den Graphic Novels und auch bei solchen von deutschsprachigen Künstlern manchmal gar nicht so schlecht, wie man denken möge, weil halt diese Bände oft sehr teuer sind. Und sie sind deshalb auch für den Buchhandel zum Beispiel sehr interessant, weil wenn ich natürlich von so einer Graphic Novel oder auch einer Gesamtausgabe einer franco-belgischen einen verkaufe, da müsste ich dann halt auch 6, 7, 8, 9 Mangas womöglich parallel verkaufen. Aber auch das wird sich ein bisschen relativieren, weil ja gerade die die Verkaufspreise bei Manga gerade relativ stark anziehen und wir doch uns den 10 Euro langsam annähern, habe ich das Gefühl. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man den Großteil der Mangas für 6, 7 Euro kaufen kann. Bevor wir da dann jetzt die Katinka auch noch ins Boot holen, die dann natürlich ihre Perspektive aus dem expliziten Comicshop, ich will hier so ein bisschen dieses Thema überspitzt formulierte Buchhandel versus Comicshop-Handel aufmachen. Ist es richtig, lieber Martin, dass in den Zahlen, dass da so Sachen wie, keine Ahnung, Batman würde da nicht auftauchen, weil der halt nicht im Buchhandel tendenziell vorkommt. Ist das richtig? Also er findet natürlich schon statt inzwischen im Buchhandel, wobei das ist auch, also ich kann vielleicht mal kurz erzählen, als ich beim Buchreport anfing, das war so vor 13, 14 Jahren, da habe ich damals regelmäßig angefangen, für die Artikel zu schreiben. Und einer meiner ersten großen Artikel war, dass Panini jetzt auf die DC-Comic-Paperbacks einen Barcode und eine ISBN-Nummer anbringt. Das heißt, die Superhelden hatten bis vor gut 15 Jahren zum absoluten Großteil nicht mal eine ISBN-Nummer.
Das heißt, das sagt schon alles. Die waren wirklich eine Sache, die im Comicfachhandel stattfand und zusätzlich auch sehr stark im Bahnhofsbuchhandel, muss man fairerweise sagen. Mhm. Und dieser Buchhandelsbereich war dort, abgesehen jetzt von einigen besonderen Klassikern oder so, relativ ausgekoppelt erstmal. Das hat sich natürlich jetzt in den letzten 15 Jahren total geändert. Und natürlich kann man inzwischen auch die Superhelden im normalen Buchhandel kaufen. Und das passiert natürlich auch. Aber gerade wenn man einen Verlag wie Panini sich anguckt, die ja die gesamte DC und Marvel-Range bearbeiten, das sind immer noch Bereiche, wo der Comicfachhandel, wo der Direktverkauf auch über die Panini-Website, wo Nebenmärkte eine sehr große Rolle spielen und wo bestenfalls wahrscheinlich ein Drittel oder 40% der Verkäufe über den Buchhandel laufen. Das hat sich in anderen Bereichen deutlich geändert. Wir haben auch wiederum solche Phänomene wie, dass Egmont inzwischen mit seinen Disney-Comics, mit den lustigen Taschenbüchern, vor allem mit den Sonderausgaben dort, jetzt ganz stark in den Buchhandel reindrängt und dort jetzt viel mehr auch verkauft, als das früher war. Also wir haben zwar immer noch diese Schwerpunkte bei bestimmten Comic-Gattungen in bestimmten Vertriebswegen, aber alles durchmischt sich immer stärker und davon profitiert tatsächlich vor allem der Buchhandel. Also was der Comic-Markt, was die Comic-Branche in anderen Vertriebsbereichen verloren hat, versucht sie momentan und das mit großem Erfolg im Buchhandel wieder zurückzugewinnen. Liebe Katinka, das sind jetzt die Zahlen und die Einordnung von Martin zum Buchhandel und auch die offiziell über Media Control abrufbaren Zahlen. Jetzt sieht es natürlich vielleicht auch im Fachhandel, im speziellen Comic-Fachhandel nochmal ein bisschen anders aus. Vielleicht aber auch, weil dort unter Umständen ein anderes Publikum hingeht. Eines, das sowieso Comics mag, kennt, dass diese Zufallskäufe vielleicht gar nicht so im bedient, sondern eben wirklich ganz konkrete Wünsche hat, dass unter Umständen zum Beispiel auch Abos laufen hat, dass unter Umständen auch ein Publikum ist, das direkt vom Verlag Dinge bezieht. Jetzt haben wir ganz viele Sachen gehört dazu, was dort richtig gut geht. Ja, keine Ahnung, sowas wie ein Asterix, ist das auch bei dir ein Bestseller? Auf alle Fälle, den verkaufe ich vom ersten Tag an in 100er Stückzahlen. Und da kommt dann auch einfach jeder rein und meint, Gott, ich muss unbedingt auch noch den Asterix mitnehmen. Aber ich befürchte, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der klassische Comic-Handel. Ich glaube, ich sitze da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Wir sind Buchhändlerin und also vor allen Dingen meine Partnerin hat lange Zeit im sehr, sehr klassischen hannoverschen Buchhandel gearbeitet. Und natürlich agieren wir auch sehr doll in der Richtung. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass wir versucht haben, von der ersten Minute an sehr offen zu sein, sehr doll jegliche Form von Wunsch von unseren Kunden tatsächlich zu bedienen. Das bedeutet, wir haben einfach auch eine 30-prozentige Umsatz durch Merchandising, durch jegliche Unterstützung der Produkte wie Figuren und gerade auch da wieder der japanische Bereich. Das ist ja viel mehr als ein Manga. Da kauft man sich ja alles drumherum auch noch. Und natürlich bedienen wir auch den Comicleser, wie er so aus dem Buche steht. Und darum haben wir auch starke Verkaufszahlen in dem klassischen franco-belgischen Bereich. Also Splitter zum Beispiel hat bei uns eine relativ hohe Abverkaufszahl. Und ist dadurch, dass die natürlich auch eben Alben rausbringen, die zwischen 16 und 18 Euro liegen oder auch vereinzelt höher. Ja, dafür muss ich halt eben auch ein paar mehr Manga verkaufen oder ein paar mehr Hefte, also amerikanische Hefte. Und wir bedienen eben auch die speziellen Wünsche in Form von Abos in Originalsprache, also amerikanische Comics und so weiter. Und darum, also es gibt bei uns eben diese beiden Märkte. Wir haben einen relativ offenen Laden. Das heißt, wir haben auch relativ viel Kunden im Bereich, die eigentlich nur den Buchhandel besuchen. Und wir haben auch eine Kunstgalerie gegenüber,
die dann gerade bei Vernissage-Tagen viele Leute rüberbringt, die eben nach Graphic Novel suchen. Und auch ich verkaufe eine Liv Strömquist in enormen Stückzahlen. Mhm. Also es ist bei uns eben sehr, sehr unterschiedlich. Darum, also wir versuchen das halt zu bedienen, indem wir die Größe und das Trennen der verschiedenen Genre halt hinkriegen. Aber das geht halt auch nur auf einer gewissen Fläche. Und gibt es Sachen, die bei euch wirklich besonders gut gehen, eben weil ihr hier die Expertise des Comicfachhandels mitbringt? Die vielleicht genau deswegen, meinetwegen, im Buchhandel nicht so funktionieren? In Originalsprache amerikanische Comics. Da bedienen wir natürlich eine extreme Nische. Verstehe. Wobei auch das ist interessant. Also praktisch der meistverkaufte Comic im letzten Jahr, wieder jenseits der Mangas, muss man fairerweise sagen, ist tatsächlich ein englischsprachiger Comic gewesen im Buchhandel, nämlich Heartstopper. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass der deutsche Verlag Löwe sogar ganz schnell die Backlist aufgerollt hat, die schon vorlag auf Englisch, damit nicht zu viel dort verloren geht an die englischsprachigen Käufer, also an die Käufer, die englische Version genommen haben. Und das ist auch tatsächlich eine Entwicklung, die wir, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch sehr stark sehen werden, diese Käufe direkt in das englische Original rein, die werden immer stärker werden hier in Deutschland. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man vor allem mit franco-belgischen oder mit Mangas zu tun hat. Da ist die Hürde sprachlich wahrscheinlich sehr viel größer. Und da kann man sich vielleicht ein bisschen sicherer sein. Und von Koreanisch will ich jetzt gar nicht anfangen. Aber war Heartstopper nicht auch das Phänomen der Serie? Das, was ja gut, aber man hätte ja auch die deutsche Ausgabe kaufen können. Und es haben ich verkaufe trotzdem, inzwischen die deutsche wesentlich besser als die englische. Ja. Keine Frage, aber dass tatsächlich aber Zehntausende parallel dann von dieser englischen Ausgabe gekauft werden, ich glaube, das ist in dieser Dominanz ein neues Phänomen gewesen und könnte, glaube ich, für die Zukunft schon interessant sein. Also es gibt inzwischen auch, Meiersche macht in den großen Städten überall englische Abteilungen auf. Also es ist schon mehr als nur eine Vermutung, dass da in die Richtung einiges sich gerade entwickelt. Aber ich glaube, man muss auch schauen, warum sich das entwickelt. Und da ist vielleicht Heartstopper ein gutes Beispiel und das lässt sich durchaus auch auf bestimmte Bereiche der Belletristik übertragen. Wenn deutsche Verlage ihre Programmpolitik natürlich immer noch so machen, dass sie jetzt die Bücher planen, die, weiß ich nicht, 2025 erscheinen sollen, dann werden sie immer hinterherlaufen und die Leute haben den Heartstopper, als das Netflix-Ding explodierte, gekauft, weil es einfach keine deutsche Ausgabe gab. Also sie konnten ja über Monate gar nichts anderes lesen. Und klar hast du immer die Leute, weiß ich nicht, die bei Netflix auch die englische Version mit türkischem Untertitel gucken, weil das irgendwie cooler ist. Aber machen wir uns nichts vor, die meisten werden, wenn sie die Wahl haben, also klar gibt's die, wie gesagt, die das Original wollen. Ich mache mir aber auch bei den Sachen keine Gedanken, dass deutsche Verlage eine Chance haben, wenn wir es hinbekommen, einfach dichter an die Originalmärkte zu gehen. Und das war lange Zeit bei uns ja auch ein Problem. Das war früher bei den Franco-Belgiern ein Problem, dass du immer geguckt hast, was es woanders gibt. Also ich selbst habe als Student damals noch über Comics etc. meine frankophonen Comics bestellen müssen, weil ich wusste, es wird Jahrzehnte dauern, bis es eine deutsche Ausgabe gibt. Ist auch der Grund, warum ich tatsächlich Französisch lesen, obwohl ich in der Schule das nicht gerade als, wie soll ich sagen, Core-Skill hatte, mir dann drauf geschafft habe, weil ich das einfach haben wollte und weil es halt keine Alternative gab. Also ich glaube, dichter an die Originalmärkte ranzukommen, im Idealfall, so wie das eben Netflix die ganze Zeit schon macht, nahezu Simulpub, das weltweit verfügbar zu haben, wird der Schlüssel sein. Und dann muss ich in den Verlagen vielleicht ein bisschen was ändern. Heartstopper sicher speziell, weil witzigerweise niemand, glaube ich, dieses Potenzial gesehen hat. Also wir haben neulich mit ein paar Leuten aus der Branche, die alle Programme machen dürfen, zusammengesessen und gesagt, ja, okay, wenn wir das auf dem Tisch gehabt hätten und das Netflix-Phänomen nicht da war, wahrscheinlich hätte sich keiner getraut, das zu machen.
ist ja vielleicht nicht umsonst dann bei Löwe über eine literarische Agentur gelandet, die daraufhin jetzt beschlossen haben, weil sie es halt so gut verkauft haben, sich jemand von Crunchyroll abzuwerben und jetzt ein eigenes Manga-Segment und Webtoon-Segment hochzubauen. Überhaupt wollen alle jetzt ja Comics machen. Also hinter den Kulissen passieren im Moment so krasse Dinge, von wem ich das alles höre, dass er demnächst anfängt, Comic und Manga und Webtoon zu verlegen. Da dürfen wir alle noch sehr gespannt sein. Und damit meine ich jetzt nicht diese kleinen Meldungen, irgendjemand hat in seiner Küche auch, sich darauf vorbereitet, ein Buch zu machen, sondern das sind richtig große Player gerade dabei und würden gerne den Weg da reinfinden. Sehr, sehr spannend. Nichts, was mir besonders viel Angst macht, weil die großen Player ja auch erstmal lernen müssen, dass das ein ganz anderes Geschäft ist, als das, was sie bisher gemacht haben. Aber da ist viel, viel in Bewegung. Und so gesehen passt das aber auch zu deinem Thema, Andreas, denn wenn die jetzt auf einmal alle nach all den Jahren sagen, oh mein Gott, wir haben völlig übersehen, dass es Comics gibt, dann sind wir vielleicht jetzt wirklich Mainstream. Yay! Dann ist er endlich da, der Mainstream. Ja, wir können gespannt sein, da ist sicher viel Bewegung drin und wir können auch nur hoffen, dass die alle gut gerechnet haben, denn das ist sicherlich auch ein Markt, der, ja, ich weiß nicht, ob er umkämpft ist, aber wo man sicherlich auf Dinge achten muss und auch das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem man sich allein mit dir, Jo, noch stundenlang unterhalten könnte. Ich möchte gerne nochmal das Thema Mainstream von der ganz anderen Seite aus beleuchten. Die hatten jetzt natürlich die Zahlen im Blick, die Abverkäufe, die Kunden, was wird einfach gekauft effektiv. Was auch ein Stück weit die Frage des Mainstream widerspiegeln könnte, ist natürlich auch die Frage der generellen Wahrnehmung. Wie werden Comics, insbesondere in Massenmedien, dargestellt, präsentiert, finden sie dort überhaupt statt? Und finden sie dort auch statt außerhalb von etablierten Titeln, die wir jetzt hier auch schon zu Genüge genannt hatten? Wir haben viele tolle Leute, die auch allesamt in der Comic-Szene sehr gut verwurzelt sind. Martin macht viel aus journalistischer Sicht. Keine Ahnung, der Alex Jakubowski ist überall, wo er kann, mit irgendwelchen Comic-Inhalten vertreten. Und viele, viele, viele weitere Namen, die wir jetzt hier an der Stelle nennen könnten. Jo, für dich mal als Verleger, wie war denn da so deine Perspektive? Du hast ja auch verschiedene Verlage im Laufe der letzten Jahre mitgenommen und da wirklich umfangreiche Erfahrungen. Hattest du da eine Wahrnehmung, dass Comic und alles, was dazugehört, einem breiteren Publikum in Massenmedien in den letzten Jahren zur Verfügung gestellt wird? Gab es da Veränderungen? Gab es da keine? Wie waren da so deine Eindrücke? Das ist eigentlich ein klassisches Wiederholungsmuster. Also ich komme gerade in dieser Phase, als jetzt alle wieder vom Boom gesprochen haben, in den letzten zwei Jahren, genau da an, wo ich am Anfang mal bei Carlsen war, als das mit Dragon Ball losging. Was ich damit meine, ist immer, wenn irgendjemand Boom sagt, sind die Medien da. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Interviews gegeben, also zwischendurch in den ganzen Jahren, in allen Jahren zusammen, nicht so viele Interviews gegeben wie ganz am Anfang und jetzt vielleicht in den letzten Jahr, anderthalb Jahren. Also das Interesse dessen, was du klassisch so als Medium nennst, wo man ja die Frage sich auch stellen muss, welche Rolle spielen die für Meinungsbildung im Zeitalter des Internets noch? Also wenn wir jetzt von Print versus Online und wo eigentlich das Ganze irgendwie passiert. Also die klassischen Medien kommen immer dann, wenn sie da den Aufhänger haben, ach, da boomt was, da machen wir jetzt mal eine Geschichte. Es gibt auch immer Ausnahmen, also einzelne Geschichten, Leute, die sich dann einfach für das Thema interessieren. Aber es ist schon auffällig, dass dieser neue Hype auch ein komplett neues Medieninteresse natürlich mit sich bringt, was natürlich wir dann auch von den Verlagen aus weiter zu befeuern versuchen. Deswegen haben wir im letzten Jahr zum Beispiel diesen Manga-Day ins Leben gerufen, weil wir dachten, Mensch, da gibt's immer die Bilder von den Leuten, die bei Katinka-Schlange stehen, wenn gratis Comic-Tag ist. Und dann ist immer Comic in den Medien, aber die Hefte eignen sich nicht für Manga. Machen wir das mit den Manga-Taschenbüchern doch auch. Und es hat ja letztes Jahr auch einen ganz guten Start genommen. Und das sind die Momente, wo Medien einspringen. Aber man muss jetzt fairerweise auch sagen, warum sollte das anders sein? Also auch bei der Filmproduktion, wenn ich klassische Medien betrachte, fliegt ganz viel unten durch, was den Indie-Bereich und bestimmte Geschichten angeht. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo das Feuilleton oder irgendjemand in dem Umfeld des Feuilletons Macht darüber hatte, was die Leute lesen. Also so gesehen hat es mich auch nie geärgert. Also ich finde es völlig verständlich, dass Journalisten in der kompletten Überfülle von Themen, über die sie schreiben können, jetzt nicht jede Woche die komplette Produktion der deutschen Comiclandschaft irgendwie in den Fokus nehmen können. Aber es ist eigentlich, glaube ich, für die Comiclandschaft inzwischen auch egal, weil, was sich schon an verschiedenen Punkten angedeutet hat, die Frage, was am Ende verkauft, bestimmen wahrscheinlich Crunchyroll und Netflix und irgendwelche Internetdebattierclubs und YouTuber und was wir alles haben.
in einem viel, viel stärkeren Maße, weil sie halt in dieser Zielgruppe, die für Comics erreichbar ist, wahrscheinlich mittlerweile im Medienalltag eine viel, viel größere Rolle spielen. Martin, du bist in der Branche, der Jo hat jetzt eine Menge Sachen gesagt. Wie siehst du das? Gut, ich habe den speziellen Fokus, dass ich ja vor allem explizit wirtschaftlich mir den Comic angucke, wenn ich gerade beim Buchreport schreibe. Und wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren, wenn wir unser Comic- und Manga-Spezial gemacht haben, das wir jetzt auch gerade wieder direkt vorbereiten, weil wir damit immer, wenn es denn stattfindet, zur Leipziger Buchmesse rauskommen. Und dort haben wir in den letzten Jahren ein starkes Übergewicht zum Beispiel in der Berichterstattung zum Manga gehabt, weil das einfach für den Handel das wichtige Thema ist. Und da muss ich sagen, bin ich dann doch immer noch verblüfft, wenn ich mir dann so die Feuilletons angucke, aber durchaus auch, was sehr, sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren, beispielsweise die Kulturradios, die wir hoch und runter praktisch wirklich tapeziert haben mit Comicberichterstattung, dass dort Manga doch immer noch so ein starkes Randthema ist, das nur mal ab und zu gestreift wird. Da hätte ich dann doch gedacht in den letzten Jahren, dass sich da schon mehr tut. Und da merke ich schon, ein bisschen passiert vielleicht was, aber das spiegelt natürlich überhaupt nicht das wider, was irgendwie in der Breite der Leserschaft stattfindet. Und da würde ich mir schon hoffen, dass da mehr noch rüberkäme. Also da sind die Graphic Novels natürlich, die passen auch oft dann zu den Feuilletons der sogenannten Qualitätspresse vielleicht besser dazu. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber da könnte schon deutlich mehr passieren. Und da werden wir halt abwarten müssen, ob da irgendwie mal so ein Damm bricht. Wir haben auch das Problem, ich kenne ja die Kollegen auch, ich mache mit vielen dieser Kollegen ja auch die Comic-Bestenliste, die wir quartalsmäßig zusammenstellen. Also man kennt sich ganz gut und gerade wenn man die Printpresse sich anguckt, wir sind alle so aus einer Generation mit der gleichen Sozialisierung, dem gleichen männlichen Geschlecht im Zweifel. Also das alles spielt natürlich schon eine gewisse Rolle auch, wenn man dann sich aussucht, über was man jetzt seine Rezension schreibt oder so. Und ich hoffe, dass da jetzt eine neue Generation jüngerer Kollegen und auch Kolleginnen nachkommt. Die haben wir bei der Comic-Bestenliste teilweise schon dabei, auch teilweise über den Internetbereich. Aber in der breiteren Masse fehlt das natürlich noch. Ja, das sehen wir beispielsweise ja auch, wenn der Tagesspiegel da seine Highlights des Jahres rauspickt, dass das eine sehr recht diverse Jury oder zumindest Redaktionsvertretung zu sein scheint, die sich da um diese Auswahl kümmert. Das ist sehr interessant und da könnten wir natürlich dann auch, um dann jetzt unserem Gespräch auch einem, das sich ja Richtung Ende auch neigt, dann die Frage nochmal an die Katinka weiterreichen. Was hat denn jetzt eigentlich den größeren Impact bei euch im Laden? Die Besprechung im Feuilleton im Spiegel oder vielleicht doch die neue Netflix-Serie? Die neue Netflix-Serie und der YouTuber und dieses eine TikTok-Video. Das sind die Sachen, die dann die Leute dort bei euch vorbeikommen lassen. Ja, es ist also ganz selten, dass jemand irgendwie mit dem Spiegel oder mit der Fatze oder so unterm Arm ankommt und sagt, ich hätte gerne das und das. Also es ist, nein, das ist es tatsächlich nicht. Aber natürlich, also oft kriege ich auch gar nicht mit, dass ein bestimmter Bericht oder eine bestimmte Serie jetzt gerade wieder streambar ist und ich frage mich dann plötzlich so, huch, warum kaufen die denn jetzt plötzlich alle wieder die und die Serie? Das kann ich ja, verstehe ich ja gar nicht und muss ganz schnell bestellen, bis man mir dann sagt, alles klar, hier, das läuft da und da. Aber ich habe ja Gott sei Dank junge Mitarbeiterinnen, die mir da helfen. Das kann ja Verlage, auch wenn es schief läuft, ganz böse überrollen. Ich kann mich noch erinnern, ja, als der Spiegel am Ende von der Herausgabe von Pluto bei Carlsen, als die Auflage schon, weiß ich nicht, extrem runtergeschraubt war, plötzlich einen Artikel brachte und am Wochenende, also das war dann genau der Manga für den Spiegelleser, weil da kam irgendwas mit, Adolf war es, glaube ich sogar. Adolf, also auf jeden Fall, es gab so ein Stichwort, wo die drauf ansprangen. Und dann waren diese Bände an dem Wochenende bei Amazon
wo man dann immer so den direkten Ausschlag sieht, plötzlich alle in den Top 20. Und Carlsen hatte, glaube ich, 3 Tage später nichts mehr auf Lager und war völlig überrumpelt. Und bis sie nachgedruckt hatten, war der Spiegelartikel natürlich schon wieder vergessen. Also so gesehen, so ein Hype muss ja nicht immer nur gut sein. Nee, es war jetzt vor kurzem gab es auch die Berichterstattung über die Schule in irgendwo in Amerika, wo der Lehrer Maus von Art Spiegelman von der Liste gestrichen hat. Da bin ich auch nicht hinterhergekommen. Und was lustig ist, weil das war eine amerikanische Schule, wenn ich es richtig erinnere. Eine amerikanische Schule und es war irgendwo immer nur so kleine Artikel darüber und plötzlich, ich habe dann in immensen Stückzahlen sofort bestellt, auch über verschiedene Kanäle, weil er war dann verlagsvergriffen im kurzen Moment. Und kann man doch echt mal im Regal stehen haben, tut ja nicht weh. Ja, aber es war ja nie die Gefahr, dass es in Deutschland verboten wird. Also warum haben die das vorher nicht gekauft? Aber egal. Apropos Hype starten, dann ist ja auch gekommen der Moment am Ende unseres Gesprächs, wo ich eben hier in der Runde nochmal nach popkulturellen Empfehlungen fragen möchte. Bei euch zu Hause, da liegt vielleicht gerade dieses eine Buch auf dem Nachttisch. Ihr habt gerade einen Podcast für euch entdeckt, einen YouTube-Kanal, einen tollen Film gesehen oder ihr habt jetzt eine absolute neue Lieblingsband, die ihr uns mal empfehlen möchtet. Deswegen ganz allgemein gefragt, was beschäftigt euch gerade, wenn ihr nicht arbeitet? Womit könnt ihr gerade eure Freizeit verbringen? Habt ihr eine popkulturelle Empfehlung für uns? Und wenn es ein Comic ist oder ein Manga, was ja dasselbe ist, dann ist auch völlig okay. Lieber Jo, wie sieht das bei dir aktuell aus? Muss es eine Sache sein? Meine Seele ist immer sehr gespalten. Wir haben noch ein paar Minuten. Dann gehe ich durch 3 Bereiche durch. Auf meinem Nachttisch liegt gerade der letzte Roman von Julie C., die ich sehr schätze als Schriftstellerin, was auch zeigt, dass ich nicht immer nur Action und Entertainment und weiß ich nicht brauche. Die lese ich tatsächlich eigentlich immer, wenn sie was Neues hat. Was TV-Serien angeht, bin ich komplett das Fangirl. Martin sprach ja vorhin von alten Männern, aber man kann Geschlechterrollen überwinden. Ich habe gerade zum 5. Mal in Wednesday komplett geguckt und bin immer noch komplett illuminiert, was diese Serie einfach für einen extrem hohen Entertainment-Level hat, der sich auch nicht mal abnutzt, sondern immer besser wird, je öfter man sie guckt. Und in der Popmusik als Hamburger und weil ich ja immer junges Publikum irgendwie versuche, die Stimme mit zu sein und zu gucken, was die machen, Nina Chuba ist der Hammer. Diese Frau, eine relativ junge Frau, die ihre erste Platte gerade gemacht hat, das ist wirklich nicht nur geile Partymucke, sondern generell einfach durch und durch gute Musik. Also ihr seht schon, ich bewege mich in einem breiten Spektrum von mit meiner Seele. Martin, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch so ein breites Spektrum? Oh Gott. Soll ich ruhig ehrlich antworten oder? Ist selbstverständlich, gönn dir, ja klar. Also wenn du sagst, ich habe nur meine Arbeit und sonst gehe ich joggen, ist auch okay. Nein, aber wenn ich ganz ehrlich bin, also gibt es momentan 2 Sachen, die mich total beschäftigen, die aber auch wirklich sehr nerdig sind und mich in meine Jugend irgendwie zurückkatapultieren. Das eine ist, dass ich mich gerade durch die JLA, JSA Crisis Bände von Panini durcharbeite. Mhm. Diese Erde 2, Erde 1, Erde 3 Geschichten. Ab Golden Age. Silver Age, Bronze Age ist das. Also was ich super toll finde, was überhaupt ein Traum heutzutage als Comicleser ist, wenn man damals so in den 70er, 80ern, man hat ja immer nur so ganz kleine Mini-Mini-Ausschnitte von allem wahrnehmen können überhaupt, wenn die dann auf Deutsch kamen. Und jetzt kann man aus der kompletten Fülle einfach so auswählen und sich ranholen, die Sachen. Und eine zweite Sache, die ich mache, das ist auch irgendwie eigentlich fast schon peinlich, aber ich gucke mich Woche für Woche durch die Neuausstrahlung aller Akte X-Staffeln wieder durch, die jetzt bei ProSieben Max, glaube ich, laufen immer. Und Liebe ist auch ganz toll, weil wir hatten damals in den 90ern noch kein Satellitenfernsehen und ich konnte nur teilweise, wenn überhaupt, sowas wahrnehmen. Also ich bin leider sehr nerdig, wenn es um meine derzeitigen ganz privaten Auswahl anbelangt, die ich habe. Aber es gibt natürlich auch vieles, was ich professionell parallel wahrnehme und lese. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das sind die Sachen, auf die ich mich gerade Tag für Tag oder Woche für Woche freue. Du das musst das schön. Überwinden, dieses Schämen. Auch nerdig ist nicht zwingend abwertend. Du bist Teil des Mainstreams. Steh dazu. Ja, wahrscheinlich ist es dann doch so am Ende.
Liebe Katinka, du hast vor einigen Monaten diese Frage, glaube ich, auch schon mal beantworten müssen. Unter Umständen hat sich da inzwischen noch ein bisschen was getan. Wie sieht es bei dir aus? Womit beschäftigst du dich, wenn du gerade nicht im Laden stehst? Ich gestehe, ich habe keine Ahnung mehr, was ich damals geantwortet habe. Ich bleibe erstmal bei den Comics. Ich bin immer noch wahnsinnig verliebt in Josephine Marks Trip mit Tropf. Da geht mir immer noch das Herz so dermaßen auf. Und dann hatte ich aber jetzt gerade den Steinbeck. Man kennt ihn von damals als Graphic Novel, illustriert von Rebecca Dortrimmer. Diese Grafiken sind so bombastisch. Ich habe mich da so durchgefreut. Und dann freue ich mich gerade über eine wunderschöne Flasche Whisky. Das ist nämlich mein anderes Hobby. Ich baller gern. Ein Balmini Double Wood. Der ist toll. Fantastisch. Mich würde es doch sehr freuen, euch dreien irgendwann mit euch dreien zusammen mal irgendwann vielleicht auch das Glas persönlich erheben zu können. Unter Umständen sehen wir uns ja demnächst nochmal irgendwann irgendwie irgendwo. Ich werde allein dies Jahr noch in München, Erfurt, Leipzig, gegebenenfalls auf der Konichi und in Stuttgart sein. Es wäre schön, wenn sich da irgendwie nochmal die Gelegenheit ergibt, dass wir uns mal treffen. Liebe Katinka, lieber Jo, lieber Martin, ich danke euch vielmals für eure Zeit, für das, wie ich finde, sehr ausgiebige Gespräch, wo wir trotz aller Ansätze natürlich nur an der Oberfläche kratzen konnten. Ich glaube, jedes der Themen, das wir heute angeschnitten haben, bietet noch für sich schon genug Grundlage und Möglichkeiten, nochmal eigenständige Podcasts über viele, viele Stunden zu machen. Aber ich glaube, wir haben heute auch eine Handvoll gute Denkansätze auch fürs Publikum liefern können. Und ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz offiziell bei euch bedanken. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke auch dir. Ich fand's auch wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.